Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am Sonntag haben die Deutschen darüber entschieden, welche Parteien und Personen das Land in den nächsten 4 Jahren regieren. Warum wurde gerade so nicht anders gewählt? Was sind die Auswirkungen und Folgen des Wahlergebnisses für die Bevölkerung, die Parteien und das politische System? Mit welchen Entscheidungen der neuen Regierung ist zu rechnen? Diese und viele andere Fragestellungen werden von unserem Gast, Professor Dr. Oskar Niedermayer, aufgegriffen und anschließend auch mit Ihnen diskutiert. Professor Niedermayer wird zunächst die verschiedenen Faktoren, die das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger beeinflussen, erläutern, dann das Ergebnis selbst unter die Lupe nehmen und ihre Ursachen benennen. Unter Verwendung der neuesten Umfragedaten der wichtigen Institute wird dabei auf die langfristigen Bindungen der Wählerinnen und Wähler an die Parteien, das Wahlverhalten verschiedener sozialer Gruppen, wie zum Beispiel der Katholiken oder der Arbeiterschaft, sowie auf die Einstellungen zu den Spitzenkandidaten der Parteien, den für die Wahlentscheidung wichtigen Sachfragen und den verschiedenen Koalitionsmöglichkeiten eingegangen. Schließlich werden im dritten Teil des Vortrags die möglichen Auswirkungen des Wahlergebnisses auf das Parteiensystem analysiert. Bevor ich das Wort an unseren Referenten weitergebe, darf ich Ihnen wie immer kurz vorstellen. Professor Dr. Oskar Niedermayer wurde in Schönau im Odenwald geboren und lebte bis 1994 im Rhein-Neckar-Raum. Seit 1994 wohnt er mit seiner Familie in einem Dorf in Brandenburg und lehrt politische Wissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Dort leitet er das Otto-Stammer-Zentrum für empirische politische Soziologie. Seine Arbeitsschwerpunkte sind einerseits die Parteien- und Wahlforschung und andererseits die politischen Orientierungen und Verhaltensweisen unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich darf ihn ganz herzlich willkommen heißen und bin ganz besonders dankbar, dass er schon 3 Tage nach der Wahl den Weg nach Saarbrücken gefunden hat. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt hier bin, weil die einzige Airline, die hierher fliegt aus Berlin, ist Air Berlin. Und ich habe bis heute Morgen gebangt, ob der Flug tatsächlich stattfindet. Aber Gott sei Dank, er hat stattgefunden. So bin ich jetzt also hier und kann Ihnen zunächst einmal im Vortrag weit weniger erzählen als die Ankündigung. Das andere machen wir dann in der Diskussion, weil schon das Wahlverhalten, seine Erklärung und deren Folgen ordentlich Zeit in Anspruch nehmen werden. Aber wir stehen in der Diskussion dann natürlich für alle möglichen anderen Sachen, stehe ich dann zur Verfügung. Diese Balken kennen Sie alle. Das ist ja zur Genüge am Wahlabend und auch später noch verbreitet worden. Diese Balge kennen Sie vielleicht auch alle. Das ist nämlich das Wahlergebnis im Saarland. Und da sehen Sie, kleine Unterschiede haben wir schon, nicht bei der Union, aber bei der SPD, die im Saarland deutlich stärker ist, bei der Linkspartei, die deutlich stärker ist, und die anderen Parteien sind deutlich schwächer, also AfD, FDP und auch die Grünen. Können wir vielleicht nachher darauf eingehen, was ist jetzt passiert? So. Was natürlich sehr breit getreten wurde am Wahlabend, ist die Tatsache, dass es ordentliche Verschiebungen gegeben hat. Das sind jetzt die Gewinne und Verluste der Parteien in Prozentpunkten. Also die Union minus 8,5 Prozentpunkte, die SPD über 5% verloren. Beide haben ein extrem schlechtes Wahlergebnis diesmal. Die Union das zweitschlechteste in ihrer bundesrepublikanischen Geschichte und die SPD das schlechteste Ergebnis, was sie jemals erzielt hat. Und wir haben immer noch einen Riesenabstand zwischen Union und SPD in der Höhe von 12,5 Prozentpunkten. Und das ist so ein bisschen untergegangen, auch in der ersten Aufregung nach der Wahl, ist aber erklärungsbedürftig. Und ich will versuchen, Ihnen zu erklären, warum das so ist. Sie sehen, es gab 2 große Gewinner, die AfD mit 7,9
Prozentpunkten Gewinn und die FDP knapp dahinter mit 6. Die anderen beiden, die Linke und die Grüne, sind sozusagen gleich geblieben. Das so nochmal einfach nur zur Erinnerung an das Wahlergebnis. Auch nochmal zur Erinnerung die Entwicklung der Wahlbeteiligung. Sie sehen, die Wahlbeteiligung ist zum zweiten Mal gestiegen, und zwar diesmal deutlich stärker als 2013. Das Absinken der Wahlbeteiligung, gerade so in den 80ern, hat ja eine große Diskussion ausgelöst, wie eigentlich das Verhältnis zwischen Demokratie und Wahlbeteiligung ist. Und das zentrale Argument war immer, zurückgehende Wahlbeteiligung, die schaden der Demokratie, und steigende Wahlbeteiligung sind per se etwas Gutes, weil die Demokratie natürlich lebt von der Partizipation, von der Beteiligung der Bürger. Nun war es in der letzten Zeit ein bisschen problematischer mit diesem Argument, dass steigende Wahlbeteiligungen so sehr gut sind für die Demokratie, denn bei allen Landtagswahlen 2016 ist die steigende Wahlbeteiligung, und die war dramatisch, zum Teil also um die 10 Prozentpunkte, bei jeder Landtagswahl ist sie gestiegen, aber diese Wahlbeteiligung ist zum größten Teil der AfD zugute gekommen. In Berlin hat die AfD alleine mehr frühere Nichtwähler mobilisiert als alle anderen Parteien zusammen. Und jetzt gucken wir uns an, wie das bei dieser Wahl jetzt war. Die Mobilisierung von Nichtwählern. Die AfD hat 1,2 Millionen Stimmen von Leuten geholt, die bei der Bundestagswahl 2013 nicht gewählt haben. Die SPD ungefähr 360.000, die Union 380.000. Das war das erste Riesenproblem für die Union, weil von der Gesamtheit der mobilisierten Nichtwähler, die also diesmal zur Wahl gegangen sind, das letzte Mal zu Hause geblieben waren, hätte sie eigentlich viel mehr bekommen müssen, wenn sie hatte ja das letzte Mal 41,5%. Sie hätte also fast die Hälfte der Nichtwähler der Mobilisierten bekommen müssen, hat sie weit weniger bekommen. Sie hatte also gerade so in den letzten Wochen ein deutliches Mobilisierungsdefizit, was schlicht und einfach darauf zurückzuführen war, dass alle gesagt haben, die Union gewinnt sowieso die Wahl. Ja, die ganzen Medien haben ja dann spätestens nach dem TV-Duell umgeschalten und haben gesagt, die beiden Großen interessieren uns jetzt gar nicht mehr, weil die Union hat sowieso gewonnen. Jetzt kommt es auf die Kleinen an. Jetzt kommt es darauf an, wer bekommt den dritten Platz im Parteiensystem. Und das hat allen kleinen Parteien geholfen. Deswegen sind die auch alle ein bisschen hochgegangen, die einen aber deutlich mehr als die anderen. Aber es war eben auch hier so, dass die AfD alleine in etwa so viel Nichtwähler mobilisiert hat wie Union, SPD, Linke und Grüne zusammen. Ja, die FDP ist diesmal draußen. Sie sehen, die hat auch sehr viel frühere Nichtwähler zu sich rübergezogen. Aber die AfD war mit Abstand die Partei, die am meisten profitiert hat von der gestiegenen Wahlbeteiligung. Und die AfD hat natürlich nicht nur von Leuten profitiert, die vorher nicht gewählt haben und jetzt AfD gewählt haben, sondern sie hat natürlich auch in hohem Maße von den anderen Parteien Stimmen abgezogen. Und da haben Sie immer wieder gehört, seit dem Sonntagabend, sie hat 1 Million Stimmen von der Union abgezogen. Das ist richtig. Ja, aber Sie dürfen natürlich nicht auf die absoluten Stimmen alleine gucken. Denn ob ich 1 Million Stimmen abziehe von einer Partei, die 20 Millionen Stimmen hat, beim letzten Mal, oder ob ich 1 Million abziehe von einer Partei, die nur 2 Millionen Stimmen hat, ist ein Riesenunterschied. Das heißt, Sie müssen schauen, wie viel Prozent derjenigen, die bei der Bundestagswahl 2013 eine bestimmte Partei gewählt haben, sind jetzt zur AfD rübergegangen. Und dann sieht die Sache nämlich ganz anders aus. Sie sehen, die Grünen haben kaum Wähler an die AfD verloren, aber mit Abstand die Partei, die prozentual am meisten Wähler an die AfD verloren hat, das war die Linkspartei, nicht die Union. Die Union kommt erst an dritter Stelle. Noch hinter der FDP, die ist ungefähr gleich.
Die SPD, 4,5% der Leute, die 2013 FDP gewählt haben, haben diesmal AfD gewählt. Und 11,2%, die damals die Linkspartei gewählt haben, haben jetzt die AfD. Die Wählerwanderung zur AfD und die etwas anderen Ergebnisse, wenn man schaut, wie viel Prozent der jeweiligen Wählerschaft beim letzten Mal diesmal zur AfD rübergegangen sind. Jetzt aber mal genug von der AfD, jetzt zu der allgemeinen Erklärung des gesamten Wahlergebnisses. Das kann man relativ gut machen durch ein ganz einfaches Modell. Und habe ich noch eins vergessen. Ja, ist richtig. Gut. Wir müssen noch vorher noch mal klären, wer eigentlich die AfD gewählt hat, ob das Überzeugungstäter waren sozusagen oder ob das Protestwähler waren. Und das wird ja immer wieder gesagt, die AfD ist eine Protestpartei, die Unzufriedenheit und Protest anzieht. Was ist ein Protestwähler? Ein Protestwähler ist jemand, der eine Partei nicht wählt, weil er sie hervorragend findet, weil er von ihren inhaltlichen Positionen völlig überzeugt ist, sondern er wählt diese Partei, um seiner eigentlichen Partei einen Denkzettel zu verpassen, eins auszuwischen. Das ist der sogenannte Protestwähler. Und wir haben bisher bei allen Landtagswahlen seit 2015 festgestellt, dass die AfD mit Abstand am meisten Protestwähler auf sich zieht. Es gibt solche Protestwähler bei jeder Partei. Ja, es gab die vor allen Dingen früher sehr stark, auch heute immer noch bei der Linkspartei. Protestwähler, die eigentlich früher SPD gewählt haben, dann kam die Agenda 2010, dann haben einige gesagt, oder viele, die SPD ist damit nicht mehr die Partei der sozialen Gerechtigkeit, jetzt wähle ich die Linkspartei aus Protest gegen diese Positionsveränderung durch die Agenda 2010. Und wie sieht es heute aus? Sie sehen, aus Protest, das heißt, um den anderen Parteien oder der früheren anderen Partei eins auszuwischen, einen Denkzettel zu verpassen, haben über 60% AfD gewählt. Die anderen waren sozusagen Überzeugungswähler. Es sind immer noch 39% bei der Linkspartei, bei den anderen Parteien deutlich weniger. So, das war nochmal der Einschub, aber jetzt zur allgemeinen Erklärung des Wahlverhaltens. Wir haben ein ganz einfaches Modell, was aber, denke ich, ganz gut die Geschichten erklärt, die hier in den letzten Monaten bis zum letzten Sonntag passiert sind. Das Wählerverhalten wird zunächst bestimmt durch einen langfristigen Faktor. Das ist die sogenannte Parteibindung oder Parteiidentifikation. Das können Sie sich so vorstellen. Ich denke, das ist bei einigen von Ihnen vielleicht auch der Fall, wie so eine Art Parteimitgliedschaft im Kopf, ohne dass man ein Parteibuch hat. Ja, das bekommt man meistens als junger Mensch über die Familie zum Beispiel oder über andere Gruppen mit. Und dann, wenn man eine feste Bindung an eine Partei hat, die auch nicht nur so im Kopf besteht, sondern vor allen Dingen auch im Herzen, also Partei als Heimat, dann wählt man diese Partei normalerweise auch. Da muss sehr viel passieren, dass man der Partei dann abschwört. Also Leute mit solchen festen Bindungen, das sind sozusagen die Stammwähler der Parteien. Und neben diesen festen langfristigen Bindungen gibt es dann noch zwei Kurzfristfaktoren, die das Wahlverhalten bestimmen, die deswegen auch durch Ereignisse oder Entwicklungen stärker beeinflussbar sind und auch im Wahlkampf stärker beeinflussbar sind. Und das sind die Orientierung gegenüber den Sachthemen, also gegenüber den Inhalten, die im Wahlkampf hochkommen und gegenüber den Spitzenkandidaten. Ja, die beiden Faktoren, die bestimmen kurzfristig dann auch noch zusätzlich das Wahlverhalten, vor allen Dingen natürlich derjenigen, die eben nur schwache oder gar keine langfristigen Bindungen haben. Ja. Und die Parteibindungen wirken noch, und das dann, sind dann die letzten Pfeile, auch so ja, als rosa Brille. Wenn man also eine feste Bindung an die SPD hat, dann sieht man den SPD-Spitzenkandidaten in positiverem Licht, als wenn man eine Bindung an die CDU hat. Ne? Und deswegen haben Sie also jetzt hier so dieses ganz einfache Modell zur Erklärung des Wahlverhaltens. Jetzt muss man wissen, die langfristigen Bindungen der Leute an die Parteien, die sind zurückgegangen.
Ja, vor allen Dingen in den 80ern, 90ern, in der letzten Zeit nicht mehr so sehr. Und darauf wird ja auch immer sehr abgestellt. Es ging ja immer um, ja, die Deutschen sind so unheimlich flexibel geworden in ihrem Wahlverhalten. Und wir haben noch 40% Unentschlossene und die könnten wir doch alle für die SPD mobilisieren. Nee, war vollkommen unmöglich. Weil die Definition von Unentschlossenen der Institute, die sich nur nicht genügend gewehrt haben gegen den Unsinn, den die Medien verbreitet haben, die Definition von Unentschlossenen heißt, bei der Sonntagsfrage wird auf alle Wahlberechtigten prozentuiert und wenn jetzt jemand sagt, ich gehe auf jeden Fall am Sonntag jetzt wählen und ich weiß schon hundertprozentig, wen ich wählen werde, das ist der eine Teil und alle anderen wurden als Unentschlossene bezeichnet. Was bedeutet, unter den Unentschlossenen waren entschlossene Nichtwähler, es waren Leute, die wahrscheinlich nicht wählen wollten, es waren Leute, die gesagt haben, ich gehe hin und wähle die SPD, aber so ganz sicher bin ich mir jetzt noch nicht. Und dann war es ein kleiner Teil von wirklich Unentschlossenen, die gesagt haben, ich weiß noch überhaupt nicht, was ich wählen soll. Ja? Und das war deswegen vollkommen unmöglich, darauf zu hoffen, dass man einen Riesenprozentsatz der Wähler jetzt plötzlich in die eine oder andere Seite ziehen kann. Das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, also, dennoch sind die langfristigen Bindungen zurückgegangen, aber wir haben, und das ist halt viel zu sehr untergegangen, immer noch mehr als 3/5 der Wähler, die mehr oder minder stark an eine der Parteien gebunden sind. Da sind viele dabei, die haben eine schwache Bindung, ja, und die mit schwacher Bindung, da ist aber immer noch so, dass die wahrscheinlicher die Partei wählen, als irgendeine andere oder zu Hause zu bleiben. Und das ist eben, diese Geschichte ist extrem wichtig für das Verhältnis der beiden, sagen wir mal, großen Parteien. Es ist ja jetzt wieder natürlich die Diskussion da, ob die SPD noch eine Volkspartei ist mit 20%. Das will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Fass. Aber für das Verhältnis der beiden Großen sind diese Langfristbindungen deswegen so sehr wichtig, weil sie ungleich verteilt sind. Und das war schon seit Jahrzehnten so, dass deutlich mehr Leute an die Union langfristig gebunden sind, eine feste Bindung haben, als an die SPD. Und deswegen war es schon immer so, das hat man nur vergessen im Rahmen des Schulz-Hypes, dass die SPD die Union nur schlagen kann bei einer Wahl, wenn die beiden Kurzfristfaktoren, also das personelle und das inhaltliche Angebot der SPD, optimal zugunsten der SPD wirken und das ist genauso wichtig, und die Union in beiden Bereichen schlecht aufgestellt ist. Und das war in fast 70 Jahren Wahlgeschichte der Bundesrepublik mit jetzt 19 Bundestagswahlen nur zweimal der Fall. Nämlich 1972, die berühmte Willi-Wahl, die Älteren unter uns sich auch wissen das noch, ne, wo jeder mit Willi-Wählen-Button rumgerannt ist, und 1998. Ja, das waren die einzigen beiden Male, wo die SPD deutlich vor der Union lag, in 19 Wahlen, in 70 Jahren. Und diesmal war es eben nicht so, dass die beiden Kurzfristfaktoren optimal zugunsten der Union gewirkt haben und ganz schlecht für die SPD. Und umgekehrt, ja, danke. Und wenn man jetzt überlegt, was da so alles passiert ist in den letzten, ja, sagen wir mal, 2 Jahren, dann hätte man natürlich sagen können, durch die Entwicklung hätte sich ja auch was tun können bei den langfristigen Bindungen, denn die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, die können sich auch ändern. Die können sich abschwächen, die können auch, wenn es ganz hart kommt, sich auch mal transformieren in neue Bindungen zu einer neuen Partei. In Amerika nennt man das dann Realigning Elections, das passiert aber sehr selten. Ja? Und diesmal ist es schlicht nicht passiert. Gucken Sie sich an, die Parteibindungen 2014 bis jetzt zweites Quartal 2017, ja, da hat sich halt nichts getan. Und Sie sehen das eine hier, das ist sozusagen der Effekt des Schulz-Hypes. Da ist die SPD ein bisschen hochgegangen im ersten Quartal nach der Nominierung im Januar und im zweiten war sie wieder genau da, wo sie immer ist. Ja, es hat sich also durch die Schulz-Nominierung an der langfristigen Verteilung der Bindung überhaupt nichts verändert. Ja?
Und das ist natürlich dann eine ganz schlechte Ausgangssituation gewesen mit 18%, die mehr oder minder stark, auch ganz schwach oder stärker und so weiter an die SPD gebunden sind und 25% an die Union. Wie gesagt, die wählen da nicht alle die Partei, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel höher. Und deswegen musste SPD da diesen Nachteil erstmal aufholen. Und Sie wissen, 2013 war der Vorsprung der Union vor der SPD dramatisch stark. Ne? 41,5% Union, 25,7% SPD. Und an dieser Verteilung der beiden hat sich zwei ganze Jahre lang, bis zum Herbst 2015, überhaupt nichts verändert. Das war etwas ganz Neues, dass wir das in den Umfragen gesehen haben. Die Umfragen sind ja 2% hoch und runter, aber mehr war das nicht. Und es war sozusagen eine Linie, weil 1-2% darf man gar nicht inhaltlich interpretieren. Bei 40%, da ist nämlich die Schwankungsbreite von Stichproben plus minus 3 Prozentpunkte, darf man gar nichts inhaltlich drüber sagen. Also es hat sich nichts getan am Abstand der beiden Großen, zwei ganze Jahre lang bis zum Herbst 2015. Danach ist dann Bewegung in die Umfragen gekommen, und zwar aufgrund von zwei Entscheidungen, wesentlichen Entscheidungen, die beide diese Kurzfristfaktoren dramatisch beeinflusst haben, nämlich die Themen und die Kandidaten. Und die erste Entscheidung war die von Frau Merkel in der Nacht vom 5. auf den 6. September 2015, die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge zu uns zu holen. In der Woche danach gab es eine Umfrage, da haben 2/3 der Deutschen gesagt, jawohl, es war eine richtige Entscheidung, aus humanitären Gründen war das gerechtfertigt. Aber als es dann eben bei den 2000 nicht blieb, sondern es dann Zehntausende und Hunderttausende wurden, ist schon im Oktober, nicht erst im Januar nach den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln, sondern schon im Oktober die Stimmung gekippt. Und danach war Deutschland gespalten, ja, in Bezug auf Befürworter und Gegner dieser Flüchtlingspolitik. Und diese gesellschaftliche Spaltung schien in der Zwischenzeit wieder vorbei zu sein, aber der Wahlkampf hat sie wieder hochgeholt. Und das ist eines der wesentlichen Gründe, warum die Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Die zweite Entscheidung war die personalpolitische Entscheidung, nämlich von Sigmar Gabriel, selbst auf die Kanzlerkandidatur der SPD zu verzichten und Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten vorzuschlagen. Und ich zeige Ihnen jetzt, was diese beiden Entscheidungen bewirkt haben in den Umfragen. Sie sehen, von der Bundestagswahl an bis zum September 2015 hat sich nichts verändert bei Union und SPD. Die sind beide exakt da geblieben, wo sie waren. Ist das der Zeiger? Ja, das ist der Zeiger. Dann hat Frau Merkel die Flüchtlingsentscheidung getroffen. Aufgrund dieser Entscheidung ist die Union bis 2016 um ein Fünftel ihrer Wählerschaft runtergegangen. Sie hat also ein Fünftel ihrer Wähler verloren. Die SPD konnte davon aber überhaupt nicht profitieren, hat auch ungefähr ein Zehntel ihrer Wähler verloren, weil die Wähler sie eben nicht als personelle oder inhaltliche Alternative zur Union wahrgenommen haben, weil sie stand ja auf derselben Seite. Sie stand ja auf der Seite von Frau Merkel in dieser Politik. Das heißt also, diese erste Entscheidung hat den Abstand zwischen Union etwas und SPD etwas verringert, aber auf keinen Fall schmelzen lassen, sondern wir hatten immer noch einen großen Abstand zwischen den beiden. So, dann kam die Nominierung Martin Schulz. Die SPD ist dramatisch nach oben gegangen, die Union runter, und dann war die SPD auf Augenhöhe, aber nur knapp 2 Monate, Februar, März, das war's. Und dann ging die SPD wieder dramatisch runter, und jetzt liegt sie genau wieder da, wo sie vorher war. Die Union ging hoch, ging aber auch wieder runter und liegt auch wieder da, wo sie vorher war. Das heißt, diese personalpolitische Entscheidung hat kurzfristig Dramatisches bewirkt, aber langfristig gar nichts. Denn die Parteien sind wieder da, wo sie vor der Nominierung von Schulz waren. Der Schulz-Hype
Wir können es in der Diskussion ausführen. Dafür gab es eine ganze Reihe von spezifischen Gründen. Und die meisten dieser Gründe kann man genauso dann wieder verwenden zur Erklärung, warum der Schulz-Hype so schnell wieder vorbei war. Aber das mache ich jetzt nicht, das können wir in der Diskussion machen. Diese Irritation da, ja, warum haben die letztendlich nichts gebracht dann? Dann gucken wir uns die Kandidatenorientierungen an, wie funktioniert das eigentlich, wenn jemand aufgrund einer Person eine Partei wählt. Das sind mehrere Stufen. Zunächst muss man natürlich das Gefühl haben, dass man ihn kennt oder sie. Ja, das ist bei den beiden großen Parteien kein Problem. Die kleinen haben aber zunächst das Problem, ihre Kandidaten erstmal bekannt zu machen. Ja, aber bei den beiden großen, Schulz und Merkel, die kannte so ziemlich jeder. Wenn man das Gefühl hat, die Person zu kennen, dann bildet man sich ein Urteil. Und dieses Urteil nach den empirischen Studien, die wir haben, die wird in vier Bereichen wird das gebildet. Die Leute fragen danach, wen halten sie für sachkompetenter? Also wem trauen sie in den verschiedenen Politikbereichen zu, die besseren Konzepte und Lösungen und so weiter zu haben? Die zweite Dimension ist die Glaubwürdigkeit. Es haben schon einige Politiker bei uns in Deutschland erlebt, wie es ist, wenn man in den Augen der Bevölkerung die Glaubwürdigkeit verliert. Dann ist die Karriere nämlich zu Ende. Ja. Und das dritte sind die Führungsqualitäten. Sind die Leute davon überzeugt, dass er oder sie Deutschland gut vertreten kann, dass er seine Partei im Griff hat, dass er in der Regierung als Kanzler oder Kanzlerin auch die Politik bestimmen kann und so weiter. Und das letzte Dimension ist die persönliche Sympathie, ob einem also diese Person sympathisch ist oder nicht. Und diese vier Bereiche, die werden dann natürlich von Mensch zu Mensch in unterschiedlicher Gewichtung zusammengeführt und daraus bildet sich dann so eine allgemeine Beurteilung. Die wird von den Instituten, zum Beispiel von der Forschungsgruppe Wahlen, gemessen, indem man die Leute einfach fragt, was halten sie so ganz allgemein von Frau Merkel, Herrn Schulz. Ja? Und dann können die Leute abstufen, -5 heißt, ich halte überhaupt nichts von ihr, +5 heißt, ich halte sehr viel von ihr. Ja? Und diese generelle Beurteilung, die mündet dann in die sogenannte Kanzlerpräferenz, nämlich in die Antwort auf die Frage, wen hätten Sie denn gern zum Bundeskanzler, wenn Sie ihn selber wählen könnten? Ja? Würden Sie da Frau Merkel präferieren oder Herrn Schulz? Und dann muss man natürlich aber als Wähler dann nochmal von der Kanzlerpräferenz den Schritt machen, um tatsächlich auch die Partei zu wählen, die dieser Mensch angehört. Und das machen, wie wir jetzt ja wissen, nur ein Teil der Leute. Ne? Also die Kanzlerpräferenz wird ja von allen erfragt, aber es ist ja nur ein Teil, der nach den Personen entscheidet. Der andere Teil entscheidet nach der langfristigen Parteibindung und der dritte Teil entscheidet nach den Inhalten, nach den Sachthemen im Wahlkampf. Aber bleiben wir zunächst bei den Kandidaten. Die Leute sind gefragt worden, wie sieht es denn aus? Haben Sie denn die Partei, die Sie jetzt gewählt haben, das sind diese Wahltagsbefragungen, die passieren, wenn die Leute rauskommen aus dem Wahllokal, haben Sie die wegen des Spitzenkandidaten gewählt oder wegen was anderem? Der 10. Wähler der AfD hat gesagt, wegen der Spitzenkandidaten. Ja, fast 2/5 der Unionswähler haben gesagt, ich habe die Union gewählt wegen Frau Merkel. Und etwas über 1/5 hat gesagt, ich habe die SPD gewählt wegen Herrn Schulz. Also es gibt deutliche Unterschiede und Sie sehen sogar die FDP. 1/4 der FDP-Wähler hat gesagt, ich habe die FDP wegen Herrn Lindner gewählt. Ja, also wegen des Spitzenkandidaten. Und das ist schon mal ein erster Hinweis darauf, wie stark die Spitzenkandidatin Frau Merkel bei der Union und der Spitzenkandidat Schulz bei der SPD der Partei genutzt hat und zur Parteiwahl animiert hat. Jetzt gucken wir uns die einzelnen Eigenschaftsdimensionen an, was die Leute von Frau Merkel und Herrn Schulz halten. Führungsstärke. Das sind jeweils 4 Umfragezeitpunkte, der letzte in der Woche vor der Wahl. Das ist die Kurve von Frau Merkel, das ist die Kurve von Herrn Schulz. Frau Merkel wurde von Anfang an, und zwar 3,17 heißt Merz 17, also
zum Höhepunkt des Schulz-Hypes, ne? Im März noch, wo der Schulz-Hype noch wirklich da war, ist Frau Merkel von den Leuten deutlich führungsstärker eingeschätzt worden als Herr Schulz. Sie hat dann ihren Vorsprung noch wesentlich ausbauen können und Schulz ist weiter zurückgefallen. Zum Schluss waren 75% gesagt, Frau Merkel ist die stärkere Führungspersönlichkeit. 15% haben gesagt, Martin Schulz ist es. Sachkompetenz. In etwa die gleiche Kurve. Großer Vorsprung von Frau Merkel von Anfang an. Ausbau dieses Vorsprungs. Schulz etwas zurück. 66-17 in der Woche vor der Wahl. Glaubwürdigkeit. Da war es nicht ganz so eindeutig, aber immerhin auch da lag von Anfang an Merkel vorne, hat ihren Vorsprung auch noch ausgebaut und letztendlich waren fast die Hälfte der Meinung, sie ist glaubwürdiger und 29% haben Martin Schulz als glaubwürdiger angesehen. Jetzt kommt die persönliche Sympathie. Das war die einzige Eigenschaft, die zum Höhepunkt des Schulz-Hypes von den Leuten etwas stärker Martin Schulz zugeschrieben worden. Das heißt, es waren etwas mehr, war Schulz sympathischer als Frau Merkel, aber Sie sehen, im Laufe des Wahlkampfes hat auch das sich geändert und zum Schluss war es so, dass 48% gesagt haben, Frau Merkel ist mir sympathischer und 33% Herr Schulz. Das sieht jetzt alles so aus, als ob Merkel die große Überfliegerin gewesen ist, war sie aber nicht in dem Maße, denn sie hat schon Federn gelassen. Und das war schlicht und einfach und nur ihre flüchtlingspolitische Entscheidung. Das sind ihre allgemeinen Beurteilungswerte. Ja, vor ihrer Flüchtlingsentscheidung lagen sie so bei 2,4 etwa. Auf einer Skala von minus 5 halte gar nichts von ihr, bis plus 5 halte sehr viel von ihr. Plus 5 erreicht niemals ein Politiker. Ja, plus 4 auch nicht, plus 3 auch nicht. Also 2,5 in der Gegend ist ein hervorragender Wert. Ja, und bei dem Wert war sie. Dann kam die Flüchtlingsentscheidung, sie ist dramatisch eingebrochen und dann ging es immer so hoch und runter, je nachdem, was da gerade so passiert ist 2016. Und sie war zum Zeitpunkt der Schulz-Nominierung deutlich unter ihren Werten, die sie vorher immer hatte, seit der Bundestagswahl 2013. Das ist die Bewertung von Martin Schulz. Und Sie sehen, zum Zeitpunkt seiner Nominierung war er ganz kurzfristig, 2 Wochen lang oder 3 Wochen lang, besser bewertet als Frau Merkel. Dann gingen seine Werte dramatisch runter. Dann hat sich lange nichts getan. Dann kam das TV-Duell, das ist hier. Da haben zwar die Leute gesagt, mehrheitlich, Frau Merkel hat das Duell gewonnen mit 55%, aber vorher hatten 69% gesagt, Frau Merkel wird das Duell gewinnen. Und es haben deswegen knapp die Hälfte gesagt, Martin Schulz hat sich besser geschlagen als erwartet. Und das war genau diese etwas bessere Bewertung, die aber dann nicht weitergeführt werden konnte, sondern sie begann wieder zurückzugehen. Und Frau Merkel und Herr Schulz waren eben in der allgemeinen Orientierung sehr weit auseinander. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Kanzlerpräferenz so aussieht, wie sie aussieht. Ja, auch wieder, direkt nach seiner Nominierung gehen die Werte hoch und es gab eine Umfrage von der Forschungsgruppe Wahlen, wo die Leute gesagt haben, sie wollen lieber Martin Schulz als Angela Merkel haben. Und dann gingen seine Werte systematisch nach unten und danach hat sich nicht mehr viel getan. Seit etwa April, Mai hat sich da in der Bewertung nichts mehr getan, Frau Merkel ging hoch. Und auch in ihrer Bewertung hat sich nichts mehr getan. Und letztendlich haben 56% gesagt, wir wollen lieber Frau Merkel haben und 34% wir wollen Schulz haben. 56% sind nicht alle. Und sie war auch schon mal besser. Und das liegt schlicht und einfach an ihrer Flüchtlingspolitik. Das ist nachweisbar, denn sie hat... Die Forschungsgruppe hat des Öfteren unterschieden und hat gesagt, wie bewerten Sie denn die Arbeit von Frau Merkel im Allgemeinen und wie bewerten Sie Ihre Arbeit in der Flüchtlingsfrage? Und da war es immer so, dass
Die Bewertungen von Frau Merkel im Allgemeinen, da haben immer so um die drei Viertel und bis zum Schluss um die drei Viertel gesagt, jawohl, im Allgemeinen macht sie eine gute Arbeit. Und bei der Flüchtlingsfrage haben zum Schluss noch nicht mal die Hälfte gesagt, dass sie in der Flüchtlingsfrage eine gute Arbeit macht. Es war also immer ein deutlicher Unterschied zwischen ihrer allgemeinen Bewertung und ihrer Bewertung in Bezug auf die Flüchtlingspolitik. Und die gute allgemeine Bewertung, die ist vor allen Dingen gestützt worden durch die internationale krisenhafte Entwicklung. Und das war ja auch genau der sozusagen die Strategie der Union, das sehr positive Image, was Frau Merkel vor der Flüchtlingskrise hatte, wieder vollständig herzustellen, und zwar bezogen auf die Tatsache, sie ist eine erfahrene, verlässliche, kompetente Krisenmanagerin von internationalen Krisen. Sie kann das, sie hat es lang genug gemacht, und bei Schulz weiß man es nicht, weil der hat ja noch nie regiert. Das war die Strategie, ja, und die internationale Entwicklung, ja, Trump, Nordkorea, Erdogan und so weiter, die hat dieser Strategie sehr in die Hände gespielt natürlich. Und zum Schluss sind die Leute gefragt worden, wer ist denn besser geeignet, Deutschland durch die unsicheren internationalen Zeiten zu führen? Und da haben eben 59% gesagt Frau Merkel und ganze 10% haben gesagt Martin Schulz. Das war also der ganz starke Trumpf von Frau Merkel. Gehen wir weg von den Kandidaten, betrachten wir die Sachthemenorientierung und deren Bezug zum Wahlverhalten. Da ist es etwas einfacher, da gibt es nur zwei Geschichten. Damit Leute aufgrund von inhaltlichen Themen eine Partei wählen, müssen zwei Sachen zusammenkommen. Erstens, das Thema oder die Themen müssen für die Leute selbst relevant sein, nicht für die Parteien, für die Leute. Und zweitens, sie müssen einer Partei eine klare sogenannte Problemlösungskompetenz zumessen. Das heißt, sie müssen sagen, für soziale Gerechtigkeit kann am besten die SPD sorgen. Oder die Wirtschaft voranbringen in Deutschland, das kann am besten die Union. Das sind so die beiden traditionellen Markenkerne: Union, Wirtschaftskompetenz, SPD, Sozialkompetenz, soziale Gerechtigkeit. Und daraufhin wählt man dann, wenn man eine klare Sache hat, mir sind selber die und die Themen wichtig, und ich sage, die Partei, die hat das am besten im Griff oder meiner Ansicht nach macht sie da die beste Politik oder hat die besten Vorschläge, und dann wählt man die Partei auch. Jetzt gucken wir, wie das aussah. Wichtigste Probleme: Wahltagsbefragung, Forschungsgruppe Wahlen. Mit großem Abstand immer noch das wichtigste Thema: Flüchtlinge. Flüchtlingsfrage. Dann kommt die Rente, dann kommt soziale Gerechtigkeit, dann die Bildung, Kriminalität und Arbeitsplätze. Ja, kleine Randbemerkung zur Flüchtlingsproblematik. Frage: Kann Deutschland die vielen Flüchtlinge verkraften? Ja oder nein? Die ersten beiden sind alle Befragten. 59% sagen ja, 37%, also ein deutliches Drittel, sagt nein, Deutschland kann die vielen Flüchtlinge nicht verkraften. Das sind die Neinsager unter den Parteianhängern. Bei den Grünen gibt es so gut wie keine. Ja, die sagen alle, Deutschland kann das verkraften. Bei den Linken ein Viertel, die sagen, Deutschland kann die hohe Zahl nicht verkraften. Bei der SPD sind es 29, bei der Union 31, gibt sich nicht viel. Bei der FDP 37, AfD sozusagen alle. Ja, die sagen, Deutschland kann diese hohe Zahl an Flüchtlingen nicht verkraften. Gucken wir aber insgesamt die Kompetenzen an, die die Leute den beiden großen Parteien in diesen verschiedenen Politikbereichen zumessen. Da sehen Sie eben auch, dass nicht nur der erste Kurzfristfaktor eindeutig zugunsten der Union gewirkt hat und der Langfristfaktor eindeutig zugunsten der Union gewirkt hat, sondern eben auch der zweite Kurzfristfaktor eindeutig zugunsten der Union gewirkt hat. Sogar in der Flüchtlingsfrage haben die Leute deutlich mehr der Union vertraut als der SPD. Bei den Renten auch ein bisschen mehr, bei der Bildung mehr, Kriminalität eindeutig schon immer traditionell Domäne der Union. Ja, hat die SPD keinerlei Chancen gehabt. Sie sehen es hier bei den Arbeitsplätzen auch nicht.
Und der einzige Politikbereich, wen wundert's, der traditionelle Markenkern der SPD, soziale Gerechtigkeit. Das war der einzige unter den wichtigen Politikbereichen, wo die Leute gesagt haben, ja, da, das trauen wir eher der SPD zu. Also Fazit der ganzen Geschichte, die 12,5% Abstand sind erklärbar. Nämlich dadurch, dass alle drei Faktoren trotz der Problematik der Union, die sie hatte, mit vielen Abwanderungen, wegen der wieder stärker ins Bewusstsein kommenden in den letzten Wochen des Wahlkampfes, Flüchtlingsproblematik, Integration, Terrorismus und so weiter, was da so alles mitspielt. Trotz dieser ganzen Geschichte haben alle drei Faktoren eben eindeutig zugunsten der Union gewirkt. Nun wissen wir aber alle, und das war von vornherein klar, dass die Union nicht die absolute Mehrheit bekommen wird, sondern, und das war auch von vornherein klar, dass sie dieses absolute Top-Ergebnis von 2013 nicht mehr erreichen kann. Denn die normalen Ergebnisse, die lagen deutlich unter diesen 41,5, sondern so bei um die 35, 36. Also das war eigentlich so die Erwartung. Es ist etwas schlechter gekommen, aber mit 41 hat niemand gerechnet, ne? Aber jetzt wissen Sie ja, es kommt jetzt auf die kleinen Parteien an. Ne? Und da zeige ich Ihnen noch ganz kurz, wie sich denn die Wahlabsichten für die kleineren entwickelt haben seit der Bundestagswahl 2013. Sie sehen bei den Grünen, die lagen ja über 3 Jahre hinweg so ungefähr um die 10% in den Umfragen. Dann kam die Landtagswahl Baden-Württemberg, Riesenerfolg. Ja, Kretschmann verteidigt seine Regierung, 30% für die Grünen. Und das hat die Bundesgrünen auch hochgebracht in den Umfragen. Das ist Baden-Württemberg. Und dann ging es Anfang des Jahres runter. Das ist die Äußerung von Frau Peter über die Polizei in Köln, nachdem die Grünen dann dramatisch abgestürzt sind. Und dann waren sie sehr lange so bei um die 8% und haben es noch geschafft, ein bisschen höher zu kommen, nämlich auf 9%. Das sind die Linken. Sie sehen, da hat sich überhaupt nichts getan über 3 Jahre hinweg. Gar nichts. Ja, wie gesagt, 1-2 Prozentpunkte darf man gar nicht interpretieren. Dann kam Martin Schulz mit seiner zunächst sehr starken Betonung, Hartz IV reformieren, verändern, soziale Gerechtigkeit. Das hat ein bisschen weggenommen von der Linkspartei und dann ging sie aber gleich wieder hoch, nachdem der Hype vorbei war. Und zum Schluss ist sie genau da wieder gelandet, wo sie schon immer war, bei der Wahl. Das ist die AfD. Sie sehen, da tut sich am meisten. Die AfD war, und das hat man immer wieder vergessen, nach ihrer Spaltung im Sommer 2015, als der Lucke-Flügel raus ist aus der Partei, die zweite Spaltung kommt ja jetzt wahrscheinlich, aber die erste Spaltung mit dem Lucke-Flügel, war die AfD bei 3-4% in den Umfragen. Ja, über 2-3 Monate hinweg. Dann kam die Flüchtlingsentscheidung, das ist genau hier. Und Sie sehen, was das bedeutet hat für die AfD. Hoch bis zu 16% 2016. Und in dieser Zeit, wo wir eine sehr starke Polarisierung in der Gesellschaft hatten, eine sehr aufgeheizte Diskussion. Ich meine, man konnte ja, wenn man mit 2-3 Leuten zusammenkam, kam das Thema Flüchtlinge ganz automatisch. Ne? Und das ging durch die Familien durch. Das war eine sehr überhitzte, sehr aufgeregte Diskussion. Und in der Zeit hat der AfD auch ihre Rechtsextremismusgeschichten nicht geschadet. Ja, dass man ihr nachgewiesen hat, dass einige ihrer Mitglieder Verbindungen zu Pegida und zur identitären Bewegung haben, dass einige völkisch-nationalistische Reden schwingen und so weiter, hat alles kein Problem gemacht. Da schon. Und das ist die Rede von Björn Höcke im Januar in Dresden. Danach ist die AfD in der politischen Stimmung zum ersten Mal deutlich runtergerutscht. Und das führe ich darauf zurück, dass sich da doch etliche eher bürgerlich-konservative Protestwähler, die also jetzt keine in der Wolle überzeugten AfDler sind, sondern die Partei gewählt haben, um den anderen eins auszuwischen, dass da einige gesagt haben, jetzt reicht's, da ist für mich jetzt eine rote Linie überschritten, wer so Leute in der Partei hat, die kann ich jetzt nicht mehr wählen. Und dann war die Tatsache auch,
Die Flüchtlingsproblematik ist immer mehr aus der öffentlichen Diskussion rausgekommen. Es sind sehr viel weniger Leute neu gekommen. Die Regierung hat ihre Politik geändert. Das haben viele Protestwähler gesagt. Ja, okay, jetzt hat ja Frau Merkel ihre reale Politik geändert. Jetzt muss ich nicht mehr aus Protest AfD wählen. Die AfD hat auch weiterhin durch gezielte Provokationen deutlich gemacht, dass sie keinerlei Probleme hat, ganz rechts außen zu fischen. Und das hat ihr zunächst durchaus geschadet. Und dann kam aber in den letzten Wochen des Wahlkampfes wieder das Thema Flüchtlingsprobleme wieder sehr stark hoch. Und nicht ohne Schuld der SPD, das muss man eindeutig sagen. Denn Martin Schulz hat das Thema auf die Agenda wiedergebracht, als er nach Catania gefahren ist und versucht hat, das Thema Flüchtlingsfrage für die SPD wieder in die Diskussion zu bringen. Das hat der SPD überhaupt nichts genützt, aber der AfD. Weil in dem Moment, wo der Markenkern sozusagen einer Partei, das Thema, warum sie gewählt wird und wo die Leute mit ihr verbinden, dieses Thema, wenn das wieder sehr stark in der Diskussion ist, dann hilft das, und zwar jeder Partei. Das hat den Grünen damals geholfen, Fukushima vor Baden-Württemberg sind sie in die Dicke gegangen. Ja, in dem Moment, wo sowas da ist, dann nützt es der Partei auf jeden Fall. Und das hat auch, zusätzlich war dann noch die Tatsache, dass ihre beiden Spitzenkandidaten sehr stark unter Beschuss gerieten durch die Medien und durch die politischen Gegner, Sie kennen das alle, das war vollkommen berechtigt. Aber es hat eben nicht dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, jetzt kann ich diese Partei nicht mehr wählen, sondern es hat dazu geführt, dass so eine Art Wagenburg-Mentalität entstanden ist. Die Leute gesagt haben, die wollen uns jetzt systematisch fertig machen, jetzt kurz vor der Wahl. Das erlauben wir nicht und jetzt erst recht. Das war so, dass die Gefühlslage, und deswegen hat es der Partei eben nicht geschadet, sondern es hat ihr genutzt. Und Sie sehen, wie sie nach oben geschossen ist in den letzten Wochen des Wahlkampfes und dadurch zur drittstärksten Partei geworden ist. In dem Bundesland, wo ich herkomme, also nicht herkomme, ich komme ja aus Heidelberg, aber wo ich jetzt wohne, ist die zweitstärkste Partei geworden, ne, in Brandenburg. Also da sind wir im Saarland sehr weit davon weg. Ne. Das ist die FDP. Und Sie sehen, da war lange Zeit überhaupt nicht klar, ob sie in den Bundestag kommt. Erst so um die 4%, dann so um die 5-6%. Und dann kamen die großen Erfolge bei den Landtagswahlen. Ne? Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo sie gleich sogar in die Regierung kam. Das hat der Bundes-FDP sehr stark genutzt. Und sie hat, das muss man neidlos anerkennen, mit die beste Wahlkampagne geführt. Es ist ja immer vorgeworfen worden, One-Man-Show und so. Ja, eine kleine Partei muss ein Gesicht haben bei den Wählern. Nicht zwei oder drei oder vier, sondern eines, was die Wähler so langsam dann mit der Partei in Verbindung bringt. Und das hat die FDP geschafft durch die Konzentration auf Lindner. Lindner war dann ab Juni als allererster FDP-Mensch seit 2013 wieder von den Leuten selbst unter die 10 wichtigsten Politiker Deutschlands gewählt worden und hat sich da auch gehalten, und zwar mit Bewertungen, die lange Zeit besser waren als die von Martin Schulz. Ja? Und auch die Plakatkampagne der FDP war hervorragend. Natürlich hat niemand diese Texte gelesen, diese langen. Aber die Tatsache, dass sie gegen jegliche Regelung, gegen jegliche Regel verstoßen hat, wie man Plakate eigentlich machen soll, ja, nämlich ganz wenig Text und schön bunt und was weiß ich, nee, plötzlich schwarz-weiß und gelb und viel Text. Das hat Aufmerksamkeit erzeugt. Die Leute haben diese Plakate wahrgenommen. Die haben natürlich den Text nicht gelesen, aber sie haben das wahrgenommen. FDP, einer im Sporthemd und so, ach, das ist der Lindner. Gut, ja, und das war das Einzige, was die Plakate bewirken sollten, und das haben sie bewirkt. Also, FDP auf den letzten Metern sozusagen, in den letzten Monaten noch deutlich drüber. Und wie gut es funktioniert hat, sehen Sie jetzt auch an der allgemeinen Bewertung der Spitzenkandidaten. Natürlich sind die nicht so hoch wie die von Frau Merkel, aber Lindner ist so gut bewertet wie Martin Schulz. Ne? Das ist Özdemir, der ist auch viel besser bewertet von den Leuten, als die Medien immer gemeint haben.
von wegen, die bringen gar nichts und so. Özdemir war den Leuten schon ziemlich, die haben ihn schon ziemlich gut gefunden. Ne? Das ist die Frau Wagenknecht und das ist der Herr Gauland. Das ist klar. Ne? Also die polarisieren extrem und das sieht man bei der unterirdischen, sagen wir mal, Bewertung von Herrn Gauland. Allgemeine Bewertung der Parteien, da war es eben auch so, FDP führt, dann kommen die Grünen, Linkspartei, ganz schlecht die AfD in der Gesamtbevölkerung. Ja. Und Sie sehen, was das jetzt für Unterschiede sind zu 2013. 2013 war die FDP im Keller. Und jetzt hat sie die Imagekorrektur geschafft, den Imagewandel, und ist bei den Leuten positiv bewertet. Die Grünen haben, da hat sich nicht groß was geändert. Die Linkspartei ist etwas besser geworden, aber ist immer noch im Negativen. Und die AfD ist nochmal deutlich nach unten gerutscht im Vergleich zu 2013. Und ein letztes, die Problemlösungskompetenzen, die man den Parteien zumisst, da sind natürlich meistens die beiden Großen vorne. Ne? Das ist klar, weil da gibt es ja auch mehr Leute, die wählen wollen. Aber es gibt so ein paar Sachen, ja, wo auch die Kleinen nicht ganz schlecht sind. Das sind die Kompetenzen, die Leute der AfD zumessen. In der Flüchtlingsfrage sagen 12% jetzt am Wahltag, dass die AfD die beste Antwort auf die Flüchtlingsfrage hat. Und bei der Kriminalität sind es auch über 10%, ja, die da die AfD vorne sehen. FDP, Flüchtlingsfrage ein bisschen, Bildung ganz stark im Vergleich zu ihren Werten, auch ein bisschen bei den Arbeitsplätzen, also so allgemeine Wirtschaftskompetenz, die jetzt wieder hochkommt, wo vorher die FDP über 6-7 Jahre überhaupt keine Kompetenzen mehr hatte im ganzen Wirtschaftsbereich. Da ist sie dramatisch abgespielt. Da ist die Linkspartei bei der Rente und vor allen Dingen bei der sozialen Gerechtigkeit, ja, und zwar deutlich mehr, als sie dann letztendlich Wähler bekommen hat. Hier sehen Sie also, das ist die Konkurrenz einfach zur SPD, ja, weil die Linkspartei ihren Wahlkampf eindeutig und nur ganz klar auf ihren Magenkern abgestellt hat, soziale Gerechtigkeit. Ne. Da haben wir als letztes dann noch die Grünen. Ja, in der Flüchtlingsfrage polarisiert sich das eben sehr stark, AfD auf der einen Seite, Grünen auf der anderen. Und in der Bildung, da sind sie auch noch, mischen sie auch noch mit bei den anderen Bereichen, Rente, soziale Gerechtigkeit, Kriminalität, Arbeitsplätze, ist null Kompetenzzuweisung, also null nicht, aber nur ein paar kleine Prozentpunkte bei den Grünen. Ja, insofern haben wir jetzt also eine Lage, die durch die Verluste der beiden großen Parteien natürlich extrem schwierig ist, zudem verkompliziert wird durch die Tatsache, dass wir jetzt im Parlament, man muss ja sagen, 7 Parteien haben. Wir haben 6 Fraktionen noch, aber 7 Parteien. Und das bedeutet von vornherein schon eine große Zersplitterung und eine viel problematischere Regierungsbildung. Und dann kommt eben noch dazu, dass mit einer der Parteien, der AfD, niemand koalieren will. Dann fällt die schon mal weg. Und dann ist dazu gekommen, dass am Wahlabend noch die SPD gesagt hat, nee, wir ziehen uns da ganz raus, wir gehen in die Opposition und wir führen noch nicht mal Sondierungsgespräche, sondern wir stehen für eine Regierung nicht zur Verfügung. Und das bedeutete eben, dass es nur rein rechnerisch jetzt eine mögliche Koalition gibt. Das ist die Jamaika-Koalition. Und ich habe in allen Äußerungen, die ich gemacht habe, gesagt, ich glaube noch nicht dran. Ich bin sehr skeptisch, dass es funktionieren wird, weil es ist nicht nur die Flüchtlingskrise, wo die Parteien diametral entgegengesetzte Positionen haben, sondern es ist die Klimapolitik, es ist die Verkehrspolitik, es ist die innere Sicherheit. Das Einzige, was alle wollen, sind mehr Polizisten, aber dann hört es schon auf. Ja, Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung, Schleierfahndung, CSU versus Grüne, so weit weg. Ne? Aber auch FDP und auf der Seite der Grünen, aber FDP dann wieder gegen die Grünen in der Europapolitik, wo die FDP ganz andere Konzeptionen hat als die Grünen. Dann haben wir die Gesundheitspolitik, Bürgerversicherung, Grüne, alle anderen wollen es strikt überhaupt nicht. Also ich könnte da noch eine Viertelstunde weitermachen, deswegen
bin ich sehr skeptisch, ob es gelingen kann, trotz dieses enormen Drucks, den auch die SPD natürlich aufgebaut hat, dass man sich jetzt zu einer Jamaika einigt, bin ich mir noch nicht sicher, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann wissen Sie ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Dann gibt es drei Möglichkeiten. Dann wird sich der SPD die Frage nochmal stellen, wollt ihr, wenn jetzt die anderen Koalitionsverhandlungen gescheitert sind, nicht doch in eine große Koalition? Und wenn die SPD dann immer noch Nein sagt, dann wird sie den schwarzen Peter angehängt bekommen, zu sagen, ja gut, dann gibt es eben wegen euch vorgezogene Neuwahlen. Und die Bürger wollen keine Neuwahlen vorgezogene. Die Bürger sagen, wir haben gewählt und jetzt rauft euch gefällig zusammen. Und die Partei, die die Schuld zugemessen bekommt für Neuwahlen, die wird dramatisch abgestraft werden. Und das muss die SPD wissen. Also falls es dazu kommen sollte, dass Jamaika nicht funktioniert, würde ich mir das nochmal überlegen, was ich mache. Denn man könnte dann bei 15% landen und nicht mehr bei 20. Und auch eine Minderheitsregierung ist etwas, was die Leute überhaupt nicht wollen. Die Deutschen sind stabilitätsorientiert und eine Minderheitsregierung ist natürlich an sich instabil, weil sie sich für alles wieder neue Mehrheiten suchen muss. Also wollen die das auch nicht. Und alle Parteien haben ja jetzt schon gesagt, nee, Minderheitsregierung, das ist etwas, was nicht passieren darf. Also, ich habe schon vor der Wahl gesagt, die Regierungsbildung nach der Wahl wird spannender werden als die Wahl selbst. Und es ist wohl auch so. Vielen Dank. Ich bin jetzt vor allem auch gespannt auf die Diskussion, die sich jetzt anschließt, auf Ihre Fragen, Ihre Meinungen, die Sie haben, und ich bitte um Wortmeldungen. Professor Kimmel, dann der Herr im roten Pullover und dann der Vater von Christian. Meine Frage geht auch zum Bestimmungsgründe des Wählerverhaltens. Da haben Sie langfristige Parteibindungen und dann kurzfristig Sachorientierung und Personen. Wo ordnen Sie denn da die Protestwähler ein? Die orientieren sich ja langfristig nicht. Und nein, aber sie orientieren sich ganz klar an einem einzigen Sachthema. Ne? Und das einzige Sachthema ist die Flüchtlingsfrage. Denn bei allen Landtagswahlen und jetzt auch bei der Bundestagswahl, wenn man die Leute fragt, aus welchen inhaltlichen Gründen habt ihr denn jetzt AfD gewählt? Ja, dann kommen 95% Flüchtlinge. Dann kommt lang nichts. Ja? Und wir haben jetzt sogar eine Befragung, die jetzt speziell guckt, die Leute, die von der Union weggegangen sind, ja, die sagen zu 77% oder 78% schlechte Flüchtlingspolitik von Frau Merkel. Ja? Also es ist eindeutig dieses Thema und alles, was damit natürlich zusammenhängt, was bei den Leuten da noch mitschwingt, ja, das ist natürlich Terrorismus, das ist auch innere Sicherheit und die Islamfrage. Ne? Das sind so die drei Geschichten, die da noch natürlich mit eine Rolle spielen. Und es war schon wieder so, dass die Arbeiter deutlich überdurchschnittlich AfD gewählt haben. Das war auch in den bisherigen Landtagswahlen so. Und das hat zwei Gründe. Und da sollte die SPD sehr sorgfältig drüber nachdenken. Die erste Geschichte ist, die Leute haben das aus sozusagen ihren Ängsten heraus gewählt im gesellschaftspolitischen Bereich. Also Angst vor Überfremdung. Im Osten, in Brandenburg höre ich dann sehr oft, früher waren wir Bürger zweiter Klasse, jetzt sind wir Bürger dritter Klasse plötzlich. Ja, Angst vor wenige Flüchtlinge nur in den neuen. Ja, das wissen Sie auch, Herr Kimmel, je weniger es gibt, desto besser kann man projizieren auf alle möglichen Ängste, auf die man gar nicht kennt. Ne? Das wissen wir ja aus der Psychologie. Und Angst davor, dass sozusagen die eigene Kultur leidet, Angst vor zu großem Einfluss des Islam,
und diese ganzen Geschichten. Aber es ist auch sozusagen das Flüchtlingsthema so eine Art Querschnittsthema geworden und die hängt auch sehr stark mit sozialer Gerechtigkeit zusammen. Wenn ich bei uns in Brandenburg mit den Leuten rede, dann kommt ein ganz bestimmtes Argument von SPD, also von früheren SPD-Leuten ganz stark und auch ist das auch durchaus im Westen verbreitet. Die sagen, uns habt ihr lange gesagt, es gibt kein Geld, weil es ist kein Star. Ja, und deswegen sind die Schulen marode und wir haben einen Investitionsstau und in Berlin zum Beispiel haben die Beamten 10 Jahre lang keinen Cent Gehaltserhöhung bekommen. Ich auch nicht, aber mir macht das nicht so viel aus wie einem kleinen Polizeibeamten oder Feuerwehrmann oder sonst was. Ja, und da hieß es immer, Berlin hat kein Geld. Berlin ist arm, aber sexy, ne? Und wir haben für euch kein Geld. Ihr müsst das jetzt ertragen, dass ihr 10 Jahre lang keinen Cent Gehaltserhöhung bekommt. Dann kamen die Flüchtlinge und die Leute haben gesehen, oh, plötzlich fließen die Milliarden. Dann haben sie gesagt, wieso habt ihr das Geld eigentlich für uns nicht gehabt? Für die habt ihr das jetzt. Und das ist genau diese Argumentation, die läuft in die Frage soziale Gerechtigkeit hinein. Wieso für uns lange nicht und jetzt plötzlich für die ohne Probleme? Da ist plötzlich das Geld da. Und das ist dann auch nicht abzubinden, indem man sagt, es geht doch keinem Deutschen schlechter durch die Flüchtlinge. Dann sagen die Leute, das interessiert mich gar nicht. Es könnte mir ja viel besser gehen, wenn die 50 Milliarden pro Jahr die Bund, Länder und Gemeinden so nach den etwa Schätzungen ausgeben, ja, wenn die für die Deutschen ausgegeben würden. Das ist das Argument. Und das zielt sehr stark auf soziale Gerechtigkeit ab. Nämlich im Sinne von wir im Vergleich zu denen und nicht die Geringverdiener in Deutschland im Vergleich zu den Großverdienern in Deutschland. Das ist die andere Form von sozialer Gerechtigkeit, wo die Leute sich vergleichen, nicht mit den Millionären bei uns, sondern mit denen, wo sie sagen, die haben nichts dafür getan, wir haben das erschaffen und wir haben jetzt plötzlich nichts davon und die kriegen's, ohne dass sie überhaupt was dazu getan haben. Das ist das Argument. Und damit sollte sich die SPD wirklich auseinandersetzen. Und das ist nicht geschehen im Wahlkampf. Das ist auch nicht von der CDU geschehen, von der Union auch nicht. Aber das ist viel, was und dann geht's. Das geht dann in alle anderen Bereichen. Das geht dann in den Wohnungsmarkt, das geht in den Arbeitsmarkt. Ne? Da, bei uns, bei mir in der nächsten größeren Stadt, haben sie 2 neue Häuser gebaut, wo sie dann syrische Familien reingesetzt haben. Nebendran wohnen die Leute in maroden Häusern und gucken jetzt neidisch und sagen, wieso jetzt? Ja? Wieso hat die Stadt uns da jetzt nicht reingesetzt? So kommen da die Flüchtlinge rein und wir bleiben in unseren maroden Wohnungen und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz großes Problem und das ist, glaube ich, von den beiden Großen dramatisch unterschätzt worden. Und man hat ja auch versucht, das Thema aus dem Wahlkampf erstmal rauszuhalten. Ne? Und das ist dann, hat dann nicht funktioniert und das ist dann wieder sehr stark hochgekocht und hat dann eben diese Ergebnisse produziert. Der Herr im roten Pullover ist dran. Sie würden sich gerne zu Wort melden. Mein Name ist Gunter Feeneis. Ich denke an einen Typus von Wähler, den Sie vorher nicht genannt haben, den taktischen Wähler. Der taktische Wähler orientiert sich an den Prognosen. Ja. Und dieses Verhalten wirkt sich aus. Sie haben es vorhin geschildert, dass das die CDU, weil die Leute gedacht haben, Merkel schafft sowieso, zu Hause geblieben sind. Ich denke auch an die Auswirkungen vor 4 Jahren, als man dachte, die FDP kommt in den Bundestag mit 6%, dann sind sie zu Hause geblieben mit diesem Ergebnis. Weit oder unter 5%. Jetzt die konkrete Frage, würden Sie unterstützen die Idee, dass man, um die Ehrlichkeit der Wahlentscheidung zu fördern, die Wahlprognosen mit einer gewissen Karenzzeit vor einer Wahl verbietet? Also die taktischen oder strategischen Wähler, Das gibt einen bestimmten Anteil, der war früher deutlich größer als jetzt bei dieser Wahl, weil die meisten eigentlich der strategischen Wähler sind Koalitionswähler,
und sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die kleine Partei unbedingt in den Bundestag kommt, damit sie mit der großen Koalition machen kann. Jetzt war aber in allen Umfragen klar, dass die FDP eben nicht am Rande der 5% ist, sondern bei 10%, also auf jeden Fall drin sein wird. Sodass es überhaupt keinen Anlass gab für Koalitionswähler zu sagen, ich bin zwar Unionswähler, aber ich gebe der FDP mal meine Leihstimme, damit sie ins Parlament kommt, denn die kommt sowieso rein. Aber ihr Argument hat gezogen, dass Wähler gesagt haben, und das sind dann keine strategischen Wähler, weil strategische Wähler, die wählen ja nicht ihre präferierte Partei, sondern aus strategischen Gründen eine andere. Die Leute sind zu Hause geblieben. Das sind keine strategischen Wähler, sondern das sind einfach Mobilisierungsschwächen der Union gewesen. Frau Merkel hat es ja versucht, indem sie jedes Mal gesagt hat, und übrigens, bitte, die Wahl ist noch nicht gewonnen, gehen Sie hin, jede Stimme zählt und so weiter. Hat aber nicht in der Weise funktioniert. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, weil ich die Zahlen erst gestern gekriegt habe. Ich will mir mal ausrechnen, wie viel eigentlich die Union hätte mobilisieren müssen aufgrund ihres Anteils 2013 und aufgrund der gestiegenen Wahlbeteiligung. Aber es ist viel zu wenig gewesen, das kann man jetzt schon sagen. Vielleicht ungefähr nur ein Viertel von dem, was sie eigentlich normalerweise hätte bekommen müssen von der gestiegenen Wahlbeteiligung. Und das hat sie halt nicht bekommen. Und das waren viele Leute, die gesagt haben, die Wahl ist schon gelaufen, muss ich nicht unbedingt hingehen. Und das mit den Umfragen, ich bin sehr der Meinung, dass die Umfragen bis zur letzten Woche laufen sollen, und zwar aus einem ganz wesentlichen Grund, weil ich sage, die Leute, die eine informierte Wahlentscheidung treffen sollen am Sonntag, die müssen die Möglichkeit haben, alle relevanten Informationen auch zu haben für ihre Wahlentscheidung, und zwar bis kurz vor der Wahl. Und dazu gehören unter anderem eben auch die Umfragen. Das ist ein Teil des Informationsrechts der Leute, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Und deswegen bin ich dafür, dass es eben nicht mehr so weitergeht wie jetzt. Und das ist ja das Problem. Das ZDF ist meiner Meinung. Deswegen darf die Forschungsgruppe Wahlen ihre Vorwahlbefragungen dann auch donnerstags abends nochmal heute Nacht um 10 oder so veröffentlichen. Zwar 2 Tage vor der Wahl oder 3 Tage vor der Wahl. Die ARD ist der Meinung, das sollte man nicht machen. Deswegen darf Infratest DIMAP ihre Vorwahlbefragung nicht veröffentlichen. Die war eine Woche früher. Das waren die letzten Daten, die bekannt waren für Infratest DIMAP. Also haben die beiden Institute da natürlich, wenn was Größeres passiert in der letzten Woche, dann sagen die Leute, Infratest DIMAP ist vollkommen daneben gelegen. Ja, das stimmt aber überhaupt nicht, sondern es hat sich was verändert, und Infratest DIMAP hat die Veränderung auch, nur darf es nicht mehr erzählen. Ja, das ist das Problem, und deswegen würde ich sagen, also bitte dann gleiches Recht für alle. Alle sollen das dann auch wirklich veröffentlichen dürfen, damit die Leute sich selbst ein Bild machen können und dann danach entscheiden können, aufgrund der besten Informationsgrundlage, die man dann hat. Ja, mein Name ist Erich Mellinger. Sie haben uns sehr viele interessante Folien gezeigt. Ich greife mir mal das Beispiel Wählerwanderung auf. Und ich gehe auch davon aus, dass Sie das ohnehin machen. Aber müsste man in Anbetracht dessen, dass ja die Kräfteverhältnisse im Osten und im Westen doch deutlich unterschiedlich sind, auch da eine unterschiedliche Betrachtung bei Wählerwanderung zum Beispiel machen? Und da kommen Sie doch wahrscheinlich zu ganz anderen Resultaten letztendlich. Ich komme nicht zu anderen Resultaten, aber ich komme zwischen Ost und West zu unterschiedlichen Resultaten. Ne? Das ist klar. Nur das Problem ist ein bisschen, wir haben nur ein Fünftel der Bevölkerung in Ostdeutschland. Und das heißt, wir haben also auch nur ein Fünftel der wandernden Bewegungen. Und bei den kleinen Parteien kommen sie dann ganz schnell an Grenzen. Ja, dass es einfach zu wenig Leute sind und dass man deswegen halbwegs methodisch saubere Ergebnisse gar nicht mehr machen kann. Das ist ein großes Problem. Das ist sogar schon ein Problem bei Landtagswahlen zum Beispiel in Bremen. Ja, da geht es dann um 1000 Stimmen. Das ist schwierig. Sie dürfen die Wählerwanderung nicht jetzt auf den Punkt genau nehmen. Ja, sondern das sind ja gerundete Zahlen, und das sind Zahlen, die großen Ströme wiedergeben. Ja, ob das dann 1000 mehr oder weniger sind oder 2000 mehr oder weniger, das kann man so genau, kann man es überhaupt nicht machen. Und wie gesagt, das mit dem Ost-West, für die Großen ging es noch,
Aber für die Kleinen kommt es dann sehr schnell in Probleme mit der Fallzahl. Das ist halt eine Schwierigkeit. Ne? Ja gut, mit der geringeren Wählerzahl, das leuchtet mir auch ein, das ist schon klar. Danke. Zunächst Herr Breuer, dann Herr Mayer. Hier Herr Breuer, Sie kamen aufs Mikrofon. Ja, ich will ein Problem ansprechen. Also wenn über Rechtsextremismus in der Gesellschaft gesprochen wird, ist eigentlich so ein immer wiederkehrendes Stereotyp, ein Klischee, dass sozusagen die Leute in den prekären Verhältnissen sind. Es gibt auch viele Untersuchungen, die zu anderen Ergebnissen kommen, nämlich dass in der Tat der Rechtsextremismus sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft, wie es so schön heißt, ja, oder dort auch begründet ist. Jetzt zur AfD an dem Punkt. Muss man nicht versuchen, auch, wie soll man sagen, mehrschichtig oder mehrdimensional zu einer Erklärung zu kommen, wenn Sie nämlich sagen, dass eine bestimmte Verbindung da ist zwischen der Flüchtlingsfrage, dem Kommen der Flüchtlinge und der Frage der sozialen Gerechtigkeit und daraus sozusagen der Erfolg der AfD resultiert. Ist es, ich meine, Pegida, ja, und die AfD war schon stark auch vor 2015, ja, und es gab die Eurokrise und es gab andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass die AfD auch zu dieser Zeit schon 7, 8, 9, 10% bei Umfragen erhielt. Und mir geht es darum, und Sie haben es auf die sozialökonomischen Faktoren gebracht, muss man an diesem Punkt nicht eben auch andere Faktoren dann stärker mit berücksichtigen bis hin zu auch kulturellen Fragestellungen, wenn die Leute sagen, also wir fühlen uns nicht mehr heimisch in unserem Land, was das auch immer ausdrücken mag. Ja, das würde mich mal interessieren, wie sich das verbindet. Und das in Zusammenhang, in 2013 habe ich gelesen, war das mittlere Einkommen von der AfD-Wählerschaft so ungefähr wie in der Gesellschaft. Jetzt im Jahr 2017, ja, gibt es eine Verschiebung, weil sehr viele Niedrigverdienende AfD gewählt haben, wesentlich mehr als 2013. Und ich würde gerne etwas wissen über diese Verbindung, so, um vielleicht noch andere Faktoren mit zu berücksichtigen. Also, zunächst einmal habe ich ja betont, dass das Zentrale die kulturellen Geschichten sind. Ja? Dass also das Zentrale, warum die Leute rübergegangen sind, zunächst einmal nicht die ökonomischen Fragen sind, sondern die kulturellen. Dass es darum geht, Angst im eigenen Lande fremd zu werden, ne? Angst, dass zu viele Leute, gerade zu viele Muslime kommen, dass man dann die deutsche Kultur, dass die dann zu stark in Bedrängnis gerät und so weiter. Das sind alles kulturelle Faktoren und die spielen eine ganz große Rolle. Ich habe nur gesagt, es spielt auch eine bestimmte, nicht nur, ne, sondern in zweiter Linie, aber auch eine bestimmte Interpretation von sozialer Gerechtigkeit eine Rolle, gerade bei den Arbeitern, die rübergegangen sind. Ne? Aber die zentrale Geschichte sind eher kulturelle, gesellschaftspolitische Faktoren, ganz klar. Und so leid mir es tut, auch hier gerade bei so einem Publikum, die AfD-Wähler sind in ihrer Mehrheit keine Nazis und keine Rassisten und keine Rechtsextremen. Bei allen empirischen Untersuchungen, egal welche Indikatoren wir haben deutlich mehr in dieser Partei von dieser Geschichte als in anderen Parteien, das ist richtig, aber es ist nicht die Mehrheit. Und deswegen, wenn von der linken Seite die AfD-Wähler pauschal als Nazis und Rassisten verunglimpft werden, werden sie keinen einzigen Wähler zurückbekommen, sondern sie werden genau das Gegenteil erreichen. Die Leute empören sich, dass sie in die rechte Ecke gestellt werden, weil sie gar keine Rechtsextremisten sind. Und das ist so stark, diese Empörung, dass sie dann sagen, so und jetzt erst recht und jetzt bleibe ich dabei. Und das ist eine Riesengefahr, dass die Linke das nicht erkennt, dass die Wählerschaft zum mehrheitlich
Es sind sogar so, dass fast die Hälfte der AfD-Wähler selber sagen, die AfD grenzt sich nicht genügend zum Rechtsextremismus ab. Ja, und wenn Sie diese Leute pauschal als Nazis verunglimpfen, dann werden Sie bei denen nur Reaktanz erzeugen. Dann werden Sie bei denen Frust erzeugen und werden sagen, mit euch wollen wir überhaupt nicht mehr zu tun haben. Ja, ihr stellt uns in eine Ecke, wo wir nicht sind und wo wir auch nicht sein wollen. Dessen unbenommen gibt es in der AfD unter den Mitgliedern und Funktionären genügend Rechtsextremisten. Ja? Nicht nur Herrn Björn Höcke. Genügend Leute, die völkisch nationalistisch argumentieren und deswegen in meiner Definition Rechtsextremisten sind. Aber auch hier muss man differenzieren. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viele Leute das jetzt in der Fraktion sind. Die sozusagen die stärksten Schätzungen, das höchste Prozentsatz, die ich bisher gelesen habe, sind ein knappes Drittel. Der Fraktion sind Leute, die man, weil sie Beziehung haben zu Pegida oder zur Identitären Bewegung, weil sie aufgefallen sind durch Äußerungen in den sozialen Medien oder sonst wo im Wahlkampf. Ne? Also auch wieder der letzte Bericht gestern Abend in Frontal 21. Es sind nur in dem ganzen Bericht über die AfD Beispiele gebracht worden von diesen Rechtsextremisten in der Fraktion. 4 oder 5 Stück. Und dann kam ein Satz, die Schätzungen sind ungefähr, dass es ein knappes Drittel ist. Ja, dann sollte man das bitte auch deutlich machen. Es ist halt nicht so, dass die AfD ein monolithischer Block ist und alles Rechtsextremisten sind, sondern Sie sehen es doch jetzt, was passiert. Die Partei fängt schon wieder an, sich zu spalten. Ja, und es wird so weitergehen, weil es eben unterschiedliche Orientierungen in der Partei gibt. Ja, und weil es viele Leute in der Partei gibt, auch innerparteilich, die sich zusammengeschlossen haben in der alternativen Mitte und so weiter, die exakt diese Rechtsextremisten bekämpfen. Also deswegen bitte versuchen, die Sache differenziert zu sehen, sonst wird man Schiffbruch erleiden, insbesondere in Bezug auf die Wählerinnen und Wähler. Ja, da muss man einfach differenzieren und kann nicht nur, natürlich, ich verstehe das ja auch, ne? Demonstrationen, Nazis raus und so. Ja, es sind nicht alle, es ist die Minderheit. Die Mehrheit ist es nicht. Und solange die Linksparteien, die Linke und die SPD und die Grünen das nicht differenziert sehen, solange werden sie der AfD in die Hände spielen. Ja, und das muss endlich mal in der Diskussion auch begriffen werden, dass man der Partei in die Hände spielt, wenn man sowas macht. Dass man sie hochbringt, statt sie zu bekämpfen. Das war mir klar, aber ich kann nichts anderes als die Empirie erzählen. Ne? Zuerst ist Herr Mayer dran und dann halten Sie den Arm hoch, damit ich Sie hier notieren kann. So. Ja, ich möchte eine Lanze für die Linke brechen, ganz klar. Danke. Die Linke ist ganz unangenehm abgestraft worden von de Maizière als Innenminister im Nachgang zu Hamburg. G20-Gipfel. Da wurden die Ausschreitungen, die selbstverständlich zu verurteilen sind, den Linken zugeordnet, ohne große Untersuchung, und damit eigentlich der linken Partei. Und in gleichem Sinne hat der Hamburger Bürgermeister sich auch hingestellt. Eigentlich ist das, was der Innenminister gemacht hat, unmöglich und untragbar, seine Amtsaufgabe als Innenminister parteipolitisch so zu nutzen. Können Sie dazu etwas sagen? Ach so, dazu noch anschließend. Die Medien, ZDF, ARD, haben diese ganze Sache überhaupt nicht weiter untersucht, journalistisch, und haben das stehen lassen und haben die offiziellen Verlautbarungen der Regierung dann sozusagen weitergetragen. Das ist untragbar für unsere Medien. Und das hat mit Sicherheit der linken Partei erheblich geschadet. Können Sie dazu was sagen? Ich kann dazu noch nichts sagen, weil die wenigen, die da jetzt identifiziert sind als wirkliche Randalierer, die dann auch tatsächlich
wirklich gefährliche Körperverletzungen begangen haben und so weiter, weil es da noch viel zu wenige sind, um da überhaupt jetzt quantitativ irgendetwas zu sagen. Ne? Ich meine, Scholz hat sich sehr deutlich geäußert, das wissen Sie ja. Ne? Und es war ja auch auf jeden Fall so, dass die Leute ein Rückzugsgebiet hatten in der Roten Flora und dass von da aus ja durchaus etwas ausgegangen ist. Aber wie gesagt, ich bin da, weil ich empirisch orientiert bin, kann ich da schlicht was dazu sagen, ohne dass mir irgendwelche Zahlen vorliegen. Aber dass man von Seiten der Linken und auch von Seiten der SPD dann sich versteigt und zu sagen, links und Gewalt schließen sich aus, ja, und das ist gesagt worden, da bin ich also nun wirklich anderer Auffassung. Wenn man die historische Entwicklung sich anschaut, natürlich ist auch von Leuten Gewalt ausgegangen, die sich als links definieren und nicht nur von Leuten, die sich als rechts definieren. Und wenn man dann so sagt, nein, das kann gar nicht sein, wir definieren das jetzt einfach weg. Ja, was war denn die RAF? Waren das Rechtsterroristen? Ja, also da bin ich voll, wirklich, dann muss ich sagen, das sollte man nicht machen, sondern man sollte sich der eigenen Vergangenheit dann eben auch stellen und die aufarbeiten und differenziert mit der Vergangenheit umgehen und sich nicht zu Sachen versteigen, die empirisch einfach falsch sind. Das hat jetzt mit G20 nichts zu tun, aber die Reaktion auf G20 war explizit: Martin Schulz, links und Gewalt schließt sich gegenseitig aus. Die Beweise liegen ja alle bei der Polizei. Ja, und deswegen kann ich nichts dazu sagen, weil ich nicht weiß, was da liegt. Ja, ich hätte eine Frage zu den Folgen der Wahl, nämlich die Anzahl der Abgeordneten. Wir haben ja jetzt die hohe Anzahl von Überhangmandaten, Ausgleichsmandaten. Meine Frage, da können Sie ja vielleicht eine Antwort drauf geben. War das nicht möglich, in der vergangenen Legislaturperiode dieses Phänomen, was auf uns zukommt, was so das letzte Mal nur glücklich vermieden worden ist, das zu begrenzen? Denn ich könnte mir vorstellen, dass in der Bevölkerung ein großer Unmut herrscht, wenn jetzt 70 Abgeordnete mehr reinkommen aufgrund der Tatsache, dass das nicht geregelt worden ist. Und wer hat das im Prinzip verhindert in Berlin, dass wenigstens das erreicht worden ist? Lammert hat's ja sehr versucht, ja, und ich fand das auch absolut richtig. Ich meine, das Problem ist, dass man die ganze Sache ja verschlimmbessert hat. Es gab eine nicht rein theoretische, sondern durchaus empirisch nachweisbare Möglichkeit, dass die Stimmengleichheit durch das vorhergehende Wahlsystem in manchen Fällen verletzt ist. Und dann hat man aber sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und hat eine Wahlsystemreform gemacht, von der man wusste, dass sie unter realistischen Umständen auf 700 Abgeordnete kommen kann, möglicherweise sogar, wenn es ganz schlicht ist, auf 800. Ja? Und man muss mal bedenken, wir sind das zweitgrößte Parlament der Welt. Hinter dem chinesischen Volkskongress, noch vor dem nordkoreanischen Parlament. Das zweitgrößte Parlament der Welt. Und ich bin absolut dagegen. Ja, aber diese komplizierte Geschichte, wenn man hat die immer noch relativ wenigen Überhangmandate. Und dann gleicht man aber nicht die Überhangmandate aus, sondern in einem extrem komplizierten Verfahren macht man so lange mehr Abgeordnete dazu, bis die genau die Relation der Zweitstimmen exakt der Relation der Mandate entspricht. Und deswegen muss man immer wieder nochmal eins drauf und nochmal eins drauf. Und dann kommt man eben in die Richtung von 700 und noch mehr. Ja? Und ich wäre sehr dafür für eine Wahlrechtsvereinfachung und Änderung. Aber das ist eine Machtfrage. Und jede Partei überlegt sich dann, tja, wenn wir das Wahlsystem jetzt so und so ändern, dann könnte mich das ein paar Mandate kosten. Und deswegen, nein. Ja, die Versuche sind ja gemacht worden. Wir haben ja auch von der Wissenschaft mehrere Vorschläge gemacht, was man machen könnte. Ja, aber immer ist es dann sofort von allen Parteien, nicht von einer, von allen Parteien sofort darauf überprüft worden, schadet es uns oder nützt es uns? Wenn es uns nützt, oh ja, da sind wir dafür. Wenn es uns schaden könnte, lehnen wir es sofort ab.
Deswegen bin ich ganz skeptisch, was eine Wahlrechtsreform jetzt auch in der neuen Legislaturperiode betrifft. Obwohl man ja bei allen Parteien erkennt, was das für negative Folgen hat. Denn es sind ja nicht nur die 700 Abgeordnete. Ja, es sind ja auch die ganzen Mitarbeiterstäbe und so weiter und so fort, dass man jetzt schon wieder ein neues Haus braucht, um die Leute überhaupt alle unterzubringen. Und das sind natürlich riesige Kosten. Das ist klar, ja, die meiner Ansicht nach ungerechtfertigt sind. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht, dass da. Meinen Sie, es kommt eine Wahlrechtsreform? Nee, auch nicht. Ne? Ja. Etwas spaßig, aber die Frage mal, hat dem Herrn Schulz nicht das Knick gebrochen, die Schmuserei mit Herrn Schröder und beim Kanzlerduell schon ein Ja nicken, da war Frau Merkel noch nicht fertig mit ihrer Rede. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass man den ursprünglichen Hype überhaupt nicht retten konnte, ja, sondern dass man nach 2 Monaten wieder genau da war, wo man vorher war, hat sehr viele Gründe. Und ich glaube aber auch, dass Martin Schulz durchaus einige Fehler gemacht hat. Er hat zu wenig wirklich angegriffen, aber Sie müssen ja auch bedenken natürlich, es ist ja nicht so einfach, wenn man regiert zusammen mit der Union. Und wenn man über 3,5 Jahre oder fast 4 Jahre lang sehr, sehr viele Dinge gemeinsam beschlossen hat. Und dann soll man plötzlich im Wahlkampf sagen, Leute, was wir gemeinsam beschlossen haben, finden wir jetzt aber extrem schlecht. Wir wollen jetzt was ganz anderes. Dann sagen die Leute sofort immer, ja, ihr habt doch 3,5 Jahre Zeit gehabt, hättet ihr es doch gemacht. Wieso kommt ihr jetzt im Wahlkampf damit? Wieso kommt ihr nicht früher? Ja, er hätte doch früher schon eine Rentenreform vorschlagen können oder eine Reform der Pflegeversicherung hätte er doch machen können. Ja, und dann kommt Schulz eine Woche vor der Wahl und sagt, da habe ich gedacht, hat der eigentlich mit keinem Gesundheitsexperten aus der eigenen Partei gesprochen? Dann sagt er, ich werde dafür sorgen in den ersten 100 Tagen meiner Kanzlerschaft, dass eine völlige Reform der Pflegestruktur durchgeführt wird und dass die Pflegekräfte 30% mehr Gehalt bekommen. Die letzte Pflegereform, die letzte große, hat 10 Jahre gedauert. Nicht 100 Tage, 10 Jahre. Und über Gehalter der Pflegekräfte entscheidet nicht Martin Schulz, sondern die Tarifparteien. Ja? Wie kann man also dann sowas so einen Vorschlag machen? Und da muss ich sagen, selbst 8 Tage vor der Wahl, entweder die Konzepte waren nicht da oder hat sich mit seinen eigenen Experten nicht beraten, ne? Zum Beispiel. Also sowas kann ich einfach nicht verstehen und ich finde auch, dass insgesamt die SPD die handwerklich schlechteste Kampagne gemacht hat von allen Parteien. Die ganzen Fehler, also wie kann man denn bei der Präsentation der Leitlinien den Titel verwechseln? Sowas muss doch durch 5 Hände gehen, müssen wir doch gucken, dass da steht hier nicht mehr Zeit für soziale Gerechtigkeit, sondern Zeit, Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Ne? Oder andere Dinge, wie kann man denn eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede einen Tag nach einer wichtigen Landtagswahl machen, wo die ganzen Medien mit dem Ergebnis der Landtagswahl beschäftigt sind und niemand zuhört, was Schulz über seine wirtschaftspolitische Konzeption sagen kann. Ja, und so könnte ich noch sehr, sehr viele Dinge bringen, was einfach handwerklich schlecht war. Ja, und dann gibt es 2 Dinge, die ich sehe, die Schulz selbst falsch gemacht hat. Das erste war die deutliche Sympathie für Rot-Rot im Saarland, obwohl er hätte wissen müssen, dass das die bürgerlichen Wähler dramatisch mobilisiert. Und genau so ist es gekommen. Ja, die CDU hat hier bei Ihnen die Wahl gewonnen durch eine sozusagen Last-Minute-Mobilisierung. Das kann man ganz genau nachweisen anhand der Stärken der bisherigen Nichtwähler, die Union dann mobilisiert hat, weil eben viele Leute gesagt haben, nee, unsere beliebte Ministerpräsidentin AKK, die möchten wir nicht durch eine Koalition SPD-Lafontaine ersetzt haben.
Ja, das waren sehr viele Leute. Und das hat der Union die Wahl gewonnen. Da beißt keiner Maus den Faden ab. Und also hätte man sich da vorher zurückhalten müssen. Und dann, was war zwei Tage nach der Wahl? Zwei Tage nach der Wahl hat Martin Schulz Herrn Lindner gelobt. Und die sozialliberale Koalition, die wäre doch gar nicht schlecht gewesen und die FDP hätte sich doch wunderbar verändert und so weiter. Dann haben sich sämtliche Befürworter von Rot-Rot-Grün die Augen gerieben und haben gesagt, vor zwei Tagen hat er noch ganz anders geredet. So kann man das doch nicht machen. Dann muss man doch wirklich die strategische Linie durchhalten, zur Koalition sage ich gar nichts. Ja, aber doch nicht so und zwei Tage später anders. Und der zweite Riesenfehler meiner Ansicht nach war, dass er kein bundespolitisches Amt übernommen hat, dass er nicht Außenminister geworden ist. Das Argument war, dann kann ich Frau Merkel besser angreifen. Ja, wir hatten Frau Merkel besser angegriffen. Schulz oder Gabriel? Während des Wahlkampfes. Und zwar Gabriel als Außenminister. Ja, natürlich hätte er das als Außenminister machen können. Und als Außenminister hätte er bundespolitische Präsenz gehabt. Frau Merkel war jeden Tag in der Tagesschau. Martin Schulz musste immer eigene Medienereignisse erst schaffen, um in die Medien reinzukommen. Und das ist oft daneben gegangen, das muss man sagen. Ja, während er hätte das Amt nutzen können, um präsent zu sein, um wirklich etwas Frau Merkel auch entgegensetzen zu können. Das waren, glaube ich, die zwei wesentlichen Fehler von Martin Schulz selbst. Wir machen aber hier keine Dialogsituation. Jetzt ist der Nächste dran. Ja. Ja. Achso, ja, Schröder. Ja, ja, und dann, vollkommen richtig, das war, Schröder war natürlich dann auch wieder ein weiterer Sargnagel, ne? Das ist klar. Und da war auch wieder erst Verständnis, in dem gesagt wurde, das ist seine Entscheidung und die haben wir gar nicht zu kommentieren und das ist halt so. Und dann einen Tag später oder zwei Tage später, nee, wir finden das nicht gut und wir hätten ihm das nicht geraten. So. Das war aber auch keine klare Linie. Hätten wir von Anfang an eine klare Linie fahren müssen. So, und jetzt ist der Herr, der von mir aus gesehen rechts am Rand sich gemeldet hat, sich erledigt. Dann ist Herr Bisalski hier in der Reihe. Ach, der Bisalski aus Saarbrücken. Ich bin froh, dass man auch uns hinten auch sieht. Im Dunkeln sieht man ja oft nicht, ne? Oder manche, ja, gut. Herr Referent, ich habe eine Frage, und zwar unser geliebter Nachbar, Herr Erdogan, hat ja seine Untertanen, seine Schwestern und Brüder aufgerufen, bestimmte Parteien oder die Mehrzahl der demokratischen Parteien nicht zu wählen und nur ein paar wenige, die er für richtig hält. Da waren 3 oder 4 Millionen Wähler wären das gewesen. Davon habe ich bisher noch nie eine Resonanz gehört. Gibt es da schon Aussagen dazu, Tendenzen? Das, die zweite Frage, das ist ja gerade wichtig, weil man ja mit vielen türkischen Kollegen und Kurden und so weiter auch zu tun hat, jeden Tag, die sich hier integriert haben. Das zweite ist, was mir zu kurz gekommen ist von allen Parteien, auch von meiner eigenen Partei, ich bin CDU, ich sage das, CDA-Mitglied, also sogenannter linker Flügel, die ganzen Systemfragen, die wir in unserer Gesellschaft haben, also ich denke mal, das Thema Armut und Reichtum in unserer Gesellschaft war kaum ein Thema. Das ist ja nicht nur die Rentenfrage, das ist die gespaltene Gesellschaft, alle Institute, die Kirchen, die Gewerkschaften, die Wohlfahrtsverbände hören ja nicht auf, jedes Jahr Armut und Reichtumsberichte, Forderungen zu stellen. Da ist kaum diskutiert worden über diese Schere, die auseinandernimmt, also im Sinne auch einer Kapitalismuskritik, einer Systemkritik, die wir notwendig haben, um vielleicht auch andere Wähler wieder zurückzugewinnen. Und das Zweite, das Klima. Problem. Das ist ja nicht nur nationales oder nur ein internationales. Ist so gut, hat wie kaum, außer bei den Grünen mal, bei dem einen oder anderen Thema, eine Rolle gespielt. Wir erleben jeden Tag, auch als Deutsche, auch als Saarländer, die Auswirkungen einer Klimakatastrophe mit all den Nebenwirkungen und so weiter. Ich will jetzt nicht vom Dieselskandal reden. Warum hat das so gut wie keine, ich habe mir erhofft, dass wir eine Wellensbewegung im Sinne einer Bewusstseinsveränderung, dass wir Strukturen in unserer Gesellschaft verändern müssen, um vielleicht als größte Volkswirtschaft ein Stück Modell wieder zu sein, einer gerechteren, solidarischen Gesellschaft. Das habe ich fast ganz vermisst. Naja, also die Linkspartei hat ihren Wahlkampf genau darauf abgestellt.
Ja, sie hat genau auf die soziale Gerechtigkeit abgestellt. Sie hat sehr stark im ökonomischen Bereich betont, diese Spaltung in Arm und Reich. Es ist ja in keiner Rede, hat ja der Rentner, der Flaschen sammeln muss, gefehlt als sozusagen Symbol für diese Altersarmut, ne? Und für die Probleme, die sich daraus ergeben. Also ich denke, das ist schon thematisiert worden von der SPD am Anfang auch, aber Sie müssen auch die anderen empirischen Ergebnisse sehen, die dann bei der SPD auch dazu geführt haben zu sagen, so eine undifferenzierte These, in Deutschland geht es ungerecht zu, die trägt nicht den ganzen Wahlkampf. Ja. Wir haben jetzt die neuesten Umfragen, dass die Mehrheit der Deutschen sagt, in Deutschland geht es gerecht zu. Ja. Und wir haben in der gesamten Zeit von Anfang des Wahlkampfes bis heute 7% in den Umfragen, und das ist keine einzige, sondern das sind ungefähr 10 Stück, die immer das Gleiche sagen, 7% sagen, mir geht es ökonomisch schlecht. 7%. Ja. Und diese Zahlen deuten darauf hin, dass es sinnvoll gewesen wäre, wenn man das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt, hätte man es tatsächlich sehr früh schon runterbrechen müssen auf bestimmte Zielgruppen. Also zum Beispiel den Pflegenotstand von vornherein thematisieren, ja, und nicht erst 6 Tage vor der Wahl. Ne? Oder die Rentengeschichte in einer anderen Weise, als man das gemacht hat und so weiter. Also damit hätte man vielleicht die Sache besser vorantreiben können, aber dieser undifferenzierte Vorwurf, es geht bei uns extrem ungerecht zu, der hat bei den Leuten, die selber gesagt haben, mir geht's gut, da haben die gesagt, der macht Deutschland schlecht. Ja, und das war ein Problem in der Anfangsphase des Wahlkampfes. Ja, und deswegen ist es da auch etwas zurückgenommen worden. Ne? Aber dann war das Problem, finde ich, der Kampagne, dass dann die Botschaft zu sehr verwässert wurde, weil dann kam ja nach dem Parteitag, der auch viel zu spät kam und die zentrale Frage viel zu spät beantwortet hat, wie man denn die gesamten sozialen Vorschläge, die man macht, denn überhaupt finanzieren will. Denn das Steuerkonzept wurde erst mit Ende Juni beschlossen. Ja, weil man vorher sich gestritten hat über die Einführung Vermögenssteuer. Aber da war das Konzept nicht da. Da haben die Medien permanent gefragt, wie willst du denn das alles bezahlen? Ja, und da kam keine Antwort. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, die Frau Atalay oder so jemand war das im Morgenmagazin oder wo der Finanzexperte, ein Finanzexperte der SPD-Bundestagsfraktion da war, wo die ihn gefragt hat, wie sieht denn euer Steuerkonzept aus? Kann ich noch nicht sagen, wir haben noch keins. Ja, können Sie nicht wenigstens irgendwelche Leiten? Nein, kann ich nicht, das wird Herr Schulz in 2 Wochen verkünden. Das ist schlecht, ne? Wenn sowas passiert. Und dann ist nach dem Parteitag, sind permanent neue Themen auf die Agenda gebracht worden. Eine hinter dem anderen. Und zum Schluss hatte ich das Gefühl, und die Leute auch, jetzt weiß man gar nicht so richtig, für was die SPD eingesteht. 86% der Leute haben jetzt dann im Wahlsonder gesagt, wir wussten jetzt gar nicht so richtig, was die SPD eigentlich meint mit sozialer Gerechtigkeit. Was eigentlich dahinter steht an konkreten Dingen, das war uns nicht mehr klar. Also die Botschaft war nicht mehr richtig klar. Und das war natürlich dann schon ein Problem. Die Klimageschichte. Die Grünen haben es ja als das zentrale und eigentlich ihr einziges Thema gehabt, Klimawandel. Und es war ja nicht nur der Dieselskandal. Es waren ja auch die Wirbelstürme in den USA, die eigentlich da Wasser auf die Mühle hätten sein müssen. Aber der Klimawandel war in keiner einzigen Umfrage unter den wichtigen Themen für die Deutschen. Die Deutschen haben gesagt, Klimawandel, ja, irgendwie in der Zukunft und so, aber jetzt habe ich ganz andere Sorgen. Das war das Problem. Es konnte nicht für die Deutschen keine Problemrelevanz erzeugt werden. Weder durch den Dieselskandal. Im Dieselskandal ist die große Mehrheit gegen Verbote von Verbrennungsmotoren 2030. Ne? Eine große Mehrheit der Deutschen ist dagegen. Ja? Und das sind alles Dinge, wenn man es nicht schafft, so ein Thema auf die Agenda zu bringen und die Leute davon zu überzeugen, dass es relevant ist, ja, dann ist es halt so. Und das war so.
Klima hat so gut wie keine Rolle gespielt. Da war aber noch Erdogan, ja. Erdogan. Also es gibt noch keine empirischen Ergebnisse darüber, wie, türkischstämmige Deutsche abgestimmt haben. Ja? Dann nur um die geht es ja. Ja? Kann ich Ihnen überhaupt noch nicht sagen. Bisher war es eigentlich immer so, die empirischen Ergebnisse von den letzten Wahlen und so, das war immer so, dass da die SPD besser abgeschnitten hat als die Union unter den türkischstämmigen Deutschen. Ja? Ob das diesmal jetzt das Gleiche war, kann ich nicht sagen. Und ob Erdogans Empfehlung an seine Landsleute was gebracht hat, kann ich Ihnen empirisch nicht beantworten. Ich glaube es eher nicht. So, da war vorhin noch eine Wortmeldung in der letzten Reihe. Also Herr Niedermayer, nochmal vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte noch mal eine Frage bezüglich Wahlkampagnen. Ich hatte den Eindruck, dass seit neuem gerade das Internet bzw. soziale Netzwerke auch eine recht wichtige Rolle spielen in der Mobilisierung von Wählern. Und ich hatte auch den Eindruck, dass gerade die AfD sich dieses neue Medium zunutze gemacht hat, um Wähler zu mobilisieren, die sich vielleicht A, sonst nicht getraut hätten, ihre Interesse an der Partei zu bekunden. Und ich hatte auch in den letzten Tagen Berichte gehört, dass über das Internet auch Veranstaltungen organisiert worden sind, wo zum Beispiel Leute organisiert worden sind, die zum Beispiel Tomaten auf Frau Merkel während einer Rede werfen. Welche Bedeutung messen Sie der im Internet oder in sozialen Netzwerken in den kommenden Wahlperioden bei? Also für die Jungen schon, für die Alten nicht. Ja. Also überlegen Sie sich doch selbst, sind Sie in sozialen Netzwerken aktiv? Ich nicht. Ja. Das sind die Jungen, die das sind. Ja. Und wenn ich meiner Mutter einen PC gebe oder einen Laptop und sage, jetzt geh mal in ein soziales Netzwerk, dann sagt die, was ist das? Ja, die kriegt noch nicht mal das Gerät an. Ja, und das ist das Riesenproblem zwischen Jung und Alt. Die Jungen wachsen auf mit dem Netz in den sozialen Netzwerken und finden das normal. Und finden es auch normal, dass sie dann ihre politischen Präferenzen dort diskutieren und so weiter. Bei den Älteren ist das überhaupt nicht der Fall. Und in 20 Jahren? Bitte? In 20 Jahren wahrscheinlich. Ne? Wenn die Generationen, die sozusagen jetzt mit aufwachsen, dann 60, 70 sind, dann ja. Momentan noch nicht in dem Weise. Jede Partei muss Online-Wahlkampf machen, das ist klar. Weil es hat einer angefangen und es wäre schlimm, wenn sie es nicht machen würden. Aber es gibt bis jetzt noch keine empirische Studie, die mal wirklich nachweist, dass es einen wesentlichen Effekt, dass der Online-Wahlkampf von Parteien einen wesentlichen Effekt auf die Wahlentscheidung hat. Ja, das gibt's noch nicht. Und allein schon mal deswegen, weil das unglaublich schwierig zu trennen ist von allen anderen Effekten, die es gibt. Ja, wie will man das wirklich herausarbeiten? Und die Studien, die es versuchen, die sagen, wir finden eigentlich nicht wirklich was. Das könnte sich jetzt geändert haben, das weiß ich nicht. Die Studien, die kommen ja jetzt erst, die das betrachten. Aber auch mit diesen Blasen und so weiter. Es gibt eine Studie, die das explizit für die AfD-Anhängerschaft und so weiter untersucht hat und die zu dem Ergebnis kommt, selbst die AfD-Anhängerschaft ist nicht in einer solchen Blase, weil sie sich eben nicht nur im sozialen Netz über diese Kanäle informieren, sondern weil die interpersonale Kommunikation, also das Besprechen mit realen Menschen viel wichtiger ist als diese Geschichten im Internet und weil sie sich durchaus auch in den traditionellen Medien informieren. Ja. Natürlich dann, klar, nicht alle Zeitungen oder sowas. Aber es ist im Moment noch empirisch auf tönernen Füßen. Es könnte sein, dass die neuesten Studien jetzt für diese Wahl etwas anderes sagen. Kann ich Ihnen jetzt noch nicht beantworten, weil die Ergebnisse noch nicht da sind. Ne? Aber das, was bisher so an Studien da ist, zeigt eher, dass es entweder einen relativ marginalen Einfluss gibt oder dass man ihn überhaupt nicht wirklich erfassen kann. Ja. Vielen Dank. Herr Weiß, das Mikrofon kommt. Dankeschön. Ja, meine Frage knüpft theoretisch eigentlich irgendwo schon so ein bisschen auch an das Thema an. Und zwar,
meine Frage knüpft an das Thema fortfolgend vielleicht sogar etwas an, und zwar hinsichtlich dem Wählerverhalten per se. Glauben Sie, dass sich dieses Stammwählerverhalten verändern wird in der Zukunft? Oder es ist ja doch eine recht eingefahrene Sache. Oder wie stellen Sie sich da dazu? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Erkenntnisse dazu? Also es gibt langfristige Entwicklungen, die zeigen, dass der Stammwähleranteil, also der Anteil an stark gebundenen Wähler an die Parteien, ne, dass der eben so seit den 70ern deutlich abgenommen hat. Vorher weiß man es nicht so richtig, weil es da die Untersuchungen nicht so gab. Aber es gab auch immer wieder Phasen, wo das eben nicht mehr weiter abgenommen hat, wo das über Jahre hinweg konstant geblieben ist. Und in den letzten Jahren ist es nicht dramatisch weiter zurückgegangen. Ne? Das, was wir sozusagen als zwei Zahlen haben, ist, dass so Ende der 70er waren so unter einem Fünftel der Wähler, die hatten gar keine Bindung an eine Partei. Und heutzutage haben wir so in etwa knapp 2/5, also so 37-38% ohne jegliche Bindung. Also sprich aber, die Mehrheit hat immer noch wenigstens schwache Bindungen an die Parteien. Ne? Also da gibt es natürlich eine große Bandbreite von sehr schwach bis sehr stark, aber keine, das sind weniger als 2/5. Und das hat sich auch nicht so dramatisch jetzt in letzter Zeit noch runterentwickelt. Also es könnte sein, dass wir jetzt so in etwa da bleiben. Das muss man jetzt sehen. Aber dieses Runtergehen ist natürlich durchaus auch erklärbar, vor allen Dingen mit der Tatsache, dass die früheren festgefügten sozialen Milieus, wo die Leute drin waren, also Arbeitermilieu, ne, Katholikenmilieu, dass die so seit Ende der 60er natürlich abgebröckelt sind und dass die Leute nicht mehr in diesen Milieus drin sind, die ja sozusagen so ein, in der Wissenschaft sagt man dann, so ein eindimensionales Sozialisationsumfeld bilden. Also alles geht hin auf eine Partei, die das Milieu politisch repräsentiert. Ne? Und da aber die Leute jetzt in diesen abgeschlossenen sozialen Bereichen eben bei Weitem nicht mehr so sind und deswegen unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt sind, hat sich das abgeschwächt. Aber es scheint durchaus so zu sein, dass es nicht verloren gegangen ist. Ja, es haben sich ja auch neue gebildet, wie die grünen Milieus in den Großstädten, in den Universitätsstädten. Da haben sie ein ganz eindeutiges grünes Milieu, ne, was da sehr stark auf die Partei hin zielt. Ne. So, es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Bevor ich jetzt unserem Referenten danke, will ich noch kurz einen Veranstaltungshinweis nicht vergessen. Und zwar am 4. Oktober findet hier in unseren Räumen eine Ausstellungseröffnung zum Thema On Democracy statt. Da geht es um ein Fotoprojekt der Stuttgarter Fotografen Kai Loges und Andreas Langen, die sich Gedanken zum Themenspektrum Demokratie gemacht haben. Also es ist nah an dem dran, was wir heute auch von anderer Perspektive thematisiert haben. Und diese Fotos werden unten im Ausstellungsbereich und im Foyer gezeigt. Und es wäre schön, wenn Sie uns auch am 4. Oktober um 18 Uhr besuchen würden. Jetzt darf ich abschließend noch unserem Referenten Herrn Niedermeyer ganz herzlich danken für seinen tollen Vortrag, der natürlich wie immer unheimlich sachorientiert war, empirisch abgestützt und insbesondere mit ganz, ganz aktuellen Daten, die so aktuell sind, dass wir eben die Folien heute Abend noch nicht rausgeben können. Aber wer Interesse hat, kann mir gerne eine E-Mail schicken. Im Internet sind ja unsere E-Mail-Adressen da einfach einzusehen. Und sobald er dann die Freigabe erteilt hat, werde ich dann die PDF-Datei an die Interessierten weitergeben, also seine Präsentation, sodass jeder sich nochmal die Zahlen ansehen kann. Mir bleibt es nur, Ihnen zu danken für Ihr Kommen, für Ihre große Diskussionsbereitschaft und natürlich insbesondere Ihnen, Herr Niedermeyer, für den tollen Vortrag.